Teilnehmer. Vielleicht noch ein paar Housekeeping-Sachen zu Beginn. Wir würden uns über ganz, ganz viele Fragen freuen. Sie können zum Fragen sowohl die Chat-Funktion nutzen, als auch die, Sie sehen es in Zoom unten, F&A-Funktion einfach öffnen und dort Ihre Fragen reinstellen. Meine Kollegin Elif Deli Balter. Eli, vielleicht möchtest du dich kurz selbst vorstellen und zwei Worte zu dir sagen. Ja, hallo. Also mein Name ist Elif Deli Balter. Ich bin im Team von Alex und arbeite hier bei Tableau als Account Managerin und werde sozusagen das Q&A hier ein bisschen moderieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr während der Präsentation irgendwelche Fragen habt, die ihr in die Chat-Funktion oder in diese F&A-Funktion einfach schreiben würdet und ich würde sie dann entsprechend platzieren. Vielen Dank vorab. Danke dir, so dass wir sicherstellen, dass wir nach den Vorträgen jeweils Zeit für Fragen haben. Wir haben auch für die Nachhaltigkeit gesorgt. Für jeden Teilnehmer heute pflanzt Salesforce einen Baum. Auch das vielleicht als Überleitung zu später dann unserem ersten Vortrag, wo es auch um das Thema Environmental and Social Governance gehen wird. Am Ende, insofern lohnt es sich zuzuhören, wenn wir ein kleines Quiz haben und hier auch durchaus einen Gewinner ausloben. Darauf freuen wir uns auch schon. Vielen Dank an die Panelists, dass sie uns hier Fragen zur Verfügung gestellt haben, um das Quiz ein wenig zu beleben. Lassen Sie mich ein bisschen einleitend sagen, worum geht es heute? It's all about data. Nikolai, wenn du vielleicht schon mal weiterklicken, beziehungsweise bevor It's all about data. Und lassen Sie mich die Gelegenheit wahrnehmen, ein bisschen was zur Agenda zu sagen. Wir haben es geschafft, heute einen sozusagen Ritt durch Financial Services, sei es zum Thema Banken, eine Solution auf Basis von Tableau. Wir freuen uns, dass wir KPMG gewinnen konnten, selbiges hier zu präsentieren über das Thema Versicherungen und zwar sowohl Rückversicherung als auch Erstversicherer. Auch hier konnten wir Kollegen gewinnen, Teilnehmer gewinnen, uns hier einen spannenden Einblick zu geben, bis dann auch zum Thema Fintech, und auch hier. Ja, das Thema, wenn es um Daten geht und vor allem, wenn es um Daten im Bereich Financial Services geht, dann geht es auch um Data Governance and Privacy, sodass wir hier einen, wie ich finde, schönen Verlauf und einen schönen Anteil an unterschiedlichen Themen für die Agenda zusammenbauen konnten. Wir haben eine kleine Pause zwischendrin, dort lassen wir die Leitungen auf. Auch hier gerne die Gelegenheit wahrnehmen und Fragen in den Chat hineinstellen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und selbst wenn wir vielleicht nicht in der Lage sind, die alle Fragen zu beantworten, dann freuen wir uns, die Fragen mitzunehmen und im Nachgang zu beantworten und auch an Sie weiterzuleiten. Kannst du noch mal eins weiterklicken, Nikolai? Danke dir. Tja, worüber reden wir heute? Daten. Wofür steht Tableau Daten? Jetzt ist es so heutzutage, Daten und Daten zu sammeln, Daten zu haben, ist nicht mehr so ganz die Herausforderung. Aber was machen wir mit den Daten? Wie können wir mit den Daten umgehen? Und für mich ist es immer so ein Thema, warum Daten? Eins meiner Schlagworte ist das Treffen intelligenter Entscheidungen auf der Basis von Daten. Hilft uns in der heutigen Welt sozusagen uns durchzunavigieren in verschiedenen Teilbereichen, sei es was Produktivität anbelangt, aber sei es auch was Automation anbelangt. Aber unter allem steht natürlich auch das Wort Verantwortung und das Wort Vertrauen, Vertrauen in die Daten. Und wir haben uns mal so ein bisschen angeschaut, Nikolai, du kannst schon mal weiterklicken. Wir haben uns mal so ein bisschen auch angeschaut bei unseren Kunden als Unternehmen Tableau, wie stehen eigentlich unsere Kunden zum Thema Daten? Und was haben wir festgestellt? So auf der Führungsebene, ich möchte es nicht mal nur CEO sagen, waren bei der Umfrage, die wir gemacht haben, 83%
haben gesagt, sie möchten ein datengetriebenes Unternehmen sein und finden Daten wichtig. Und dann haben wir mal den Schwenk gemacht und haben auch mal auf der Mitarbeiterseite nachgefragt. Und da kam raus, aber nur 30% dort glauben, dass die Organisation, in der sie arbeiten, eine datengetriebene Organisation ist. Jetzt würde ich natürlich gerne sagen, Tableau kann dieses Gap komplett schließen. Das ist allerdings ein bisschen zu kurz gesprungen. Es kommen verschiedene Faktoren dazu, aber Tableau kann in jedem Fall helfen. Wofür stehen wir als Tableau? Wir stehen dafür, Daten zu demokratisieren. Wir stehen dafür, Daten jedem zugänglich zu machen und um damit umgehen zu können. Denn das ist auch durchaus eine Verantwortung. Muss man auch ein Skillset aufbauen. Auch als Unternehmen geht es darum, eine Datenkultur aufzubauen. Wir sehen immer noch bei einem Teil unserer Kunden, dass sozusagen auf den Daten drauf gesessen wird und je nach Abteilung, je nach Kunde, man diese Daten nicht so gerne teilt. Um ein wirklich datengetriebenes Unternehmen zu sein, geht es darum, dass möglichst viele auf einem vertrauenswürdigen Datensatz aufsetzen können, um für ihren Bereich die entsprechenden Insights in die Daten zu bekommen, um daraus auch Schlüsse zu ziehen, Entscheidungen zu treffen. Und dafür stehen wir mit Tableau und das ist das, was wir mit Tableau sozusagen in die Welt tragen wollen, ein bisschen unsere Message. Ich wurde in letzter Zeit, ich habe angefangen bei Tableau zu arbeiten im Februar und der ein oder andere Kunde hat ein bisschen auch so Fragen gestellt, wie sieht es mit dem Salesforce Analytics Portfolio aus, weil Tableau, CRMA, Revenue Intelligence, wie kann ich das für mich so ein bisschen sortieren? Wir reden heute Tableau. Tableau ist die BI-Plattform, um sozusagen über alle Datentöpfe hinweg das Thema BI, Business Intelligence anzugehen, tief in die Daten hineinzuschauen, ein Ease-of-Use-Möglichkeit zu geben, dass Menschen mit Daten arbeiten können und das auch durchaus im Self-Service-Verfahren. Wir sind als Tableau Teil von Salesforce und Salesforce bietet hervorragende Plattformen für verschiedene Anwendungsfälle. Und hier reden wir von CRM Analytics. Das heißt, immer dann, wenn Sie auf einer Salesforce-Plattform unterwegs sind und embedded auf dieser Plattform mit diesen Daten der Plattform arbeiten möchten, dann reden wir von CRM Analytics und Revenue Intelligence, ein weiteres Produkt aus der Sparte. Hier reden wir davon, einen ganz konkreten Use Case, zum Beispiel Auswertungen in Richtung Forecast, wo werde ich landen, auch predictive, also durchaus mit AI-Funktionalitäten. Das ist so ein bisschen die Unterscheidung. Heute reden wir Tableau, unsere enterprise-weite BI-Plattform und wollen Ihnen hier ein bisschen näher bringen im Bereich Financial Services. Wo setzen wir hier Tableau ein? Und da sind wir auch schon im Bereich Financial Services. Wo stellen wir so ein bisschen fest, was sind so Use Cases oder auch vor allem Abteilungen, wo das ganze Thema spannend ist? Im Bereich Financial Services haben wir es natürlich auch mit Kunden zu tun, sowohl bei Versicherungen wie bei Banken. Und das ist kein neues Thema, aber ein nach wie vor herausforderndes Thema. Wie nutze ich die Daten, die mir der Kunde zur Verfügung stellt, so, dass es zum einen für den Kunden nutzbringend ist, aber auch für mich als Unternehmen? Schlagworte sind hier sowas wie Next Best Actions. Wie stelle ich sicher, dass ich mit Angeboten auf den Kunden zugehe, die diesen Kunden auch ansprechen und entsprechend abholen? Aber auch das Thema, wie gestalte ich meine internen Prozesse effektiver? Wie steigere ich die Produktivität meiner Kollegen, meiner Mitarbeiter? Und hier sind wir glücklicherweise mit Tableau in allen Abteilungen vertreten, sei es Querschnittsabteilungen wie HR, Personalabteilung, aber eben auch Vertrieb, Vertriebsabteilungen. Und um zu unserem ersten Praxisvortrag überzuleiten, sehen wir gerade bei Banken, im Moment noch ein bisschen stärker bei Banken, aber auch bei Versicherungen,
vor allem das Thema Risk and Compliance. Bei vielen Banken, wenn wir über das Thema Risiko reden, wir hatten erst vor 2 Wochen einen größeren Termin bei einer Bank zu diesem Thema, wo die Aussage kam, ja, es ist jetzt kein Thema, was uns unbedingt wahnsinnig viel mehr Kunden bringt, aber es ist ein Thema, was wir einfach aufgrund der Regulatorien, die wir haben, angehen müssen. Umso wichtiger ist es für uns als Bank, gilt auch für Versicherungen, für uns als Unternehmen, dies möglichst effektiv zu tun, um hier sicherzustellen, dass wir die Regulatorien erfüllen, aber in einer, ja, ich sag mal auch, möglichst effektiven Form zu erfüllen und hier auch mit möglichst viel Automatismen arbeiten zu können. Aber auch das Thema Compliance, vielleicht auch hier so ein Thema rausgenommen, was im Moment gerade auch in der Bankenwelt ganz spannend ist. Das Thema Geldwäsche, wie stelle ich sicher, wenn ich mein Anti-Money-Laundering-System habe, dass ich auch die Cases verfolge, die spannend sind zu verfolgen und dass ich mich nicht so viel mit False Positives aufhalte. Hier können wir als Tableau helfen. Und um zum Thema Versicherung überzuleiten, viele unserer Kunden setzen Tableau in einem Use Case ein im Bereich Fraud, im Bereich, wo habe ich hier Schadensmeldungen, die eigentlich in betrügerischer Absicht an uns herankommen, wo macht es für mich als Versicherung Sinn, hier näher reinzuschauen und wo kann ich mir hier auf datengestützt Insights zu diesem Thema holen. Und wir freuen uns sehr, dass wir KPMG gewinnen konnten, uns hier so ein bisschen in das Thema BCBS einzuführen und auch in das Thema ESG einzuführen. Ich habe es erwähnt mit den Bäumen, das war so meine erste Überleitung. Jetzt freue ich mich auf einen spannenden Vortrag und spannende Insights seitens KPMG zum Thema BCBS und darf übergeben an die Kollegen Herrn Brönner und Herrn Wusler. Vielleicht könnt ihr auch ein bisschen einleitend was zu euch sagen. Vielen Dank. Danke dir, Alex. Und auch vielen Dank für die Einladung und freuen uns sehr darauf, heute auch quasi mit dabei sein zu dürfen. Und du hast schon gesagt, wir haben zwei spannende Use Cases dabei oder zwei Use Cases versuchen, den Spagat zu machen. Einer mutet erstmal langweilig daher mit dem Stichwort BCBS 239. Aber wir wollen zeigen, dass man durchaus auch regulatorische Compliance und effizient mit modernen Lösungen erreichen kann. Und dann haben wir es uns nicht nehmen lassen, auch das aktuelle Megathema ESG, was ja auch eine riesen Datenwelle mit sich bringt, auch nochmal einen kurzen Snapshot mitgeben. Kurz zu uns, mein Name ist Holger Wusler, Partner bei der KPMG im Financial Service Bereich, beschäftige mich mit Datenmanagement-Themen, Aufbau moderner Reporting-Lösungen und seit gut 2 Jahren auch mit dem Thema ESG, was eben auch einen enormen Datenbedarf, Anpassungen, Architekturen etc. pp. Mit sich bringt und freue mich heute auf Verstärkung. Johannes, vielleicht magst du auch noch 2 Sätze zu dir sagen. Genau, Johannes Brönner, mein Name, seit nun fast 4 Jahren bei der KPMG, Manager im Bereich Finance Data Platforms und Teil des Teams um Holger Wusler. Hier liegt mein Fokus sowohl auf der fachlichen Konzeption als auch auf der technischen Umsetzung von automatisierten Reporting-Lösungen und darüber hinaus, Sie sehen es links unten, verantwortlich unser BI-Lab hier setzen wir maßgeschneiderte Prototypen für Sie um und ich treibe die Themenentwicklung insbesondere für die Themen Risiko und ESG. Genau, vielleicht kurz noch ein paar Eckdaten zu uns. Wer KPMG nicht so gut kennt oder nicht in dem Bereich. Wir haben ungefähr 250 Mitarbeiter sektorübergreifend, die sich mit Datenmanagement und Technologiefragen auseinandersetzen. 30% davon haben einen sehr starken Financial Service Background. Wir haben in dem BI-Thema begonnen, nicht mit Slides zu arbeiten und mit theoretischen Konstrukten, sondern wir arbeiten sehr viel über Demos. Wir haben eine umfangreiche Demo-Datenbank zu unterschiedlichen Use Cases, was Banken, Versicherer, Asset Manager auch bewegt. Haben eine eigene BI-Community bei uns, um auch die Kompetenzen im Team weiter aufzubauen,
haben ein sehr breites Projektportfolio von prototypischen Umsetzungen, Tool-Auswahlprozesse bis hin zum Aufbau kompletter Plattformen. Johannes hat es schon angedeutet, haben ein eigenes BI-Lab, wo wir auch oft Tool-Challenges durchführen, also einfach mal am gelebten Objekt zwei Tools gegeneinander antreten lassen. Oft gewinnt Tableau. Und auch Kundenformate wie Dashboard in the Day, wo wir uns einfach einen Tag einschließen und versuchen, ein Berichtsergebnis zu erzeugen, quasi um auch Tool-Skills sehr fokussiert auf den Punkt aufzubauen. Wir sind End-to-End-Anbieter, das heißt, wir kommen historisch auch sehr stark von der Fachlichkeit. Ich selbst war 10 Jahre im Risikobereich bei Banken unterwegs und gehen aber auch End-to-End in die Tool-Auswahl oder in die Tool-Umsetzungsthemen mit rein. Sind auch mit allen gängigen Tools betraut, sind da durchaus Tool unabhängig, aber was man sagen kann, ist im Financial Service Sektor, dass natürlich Tableau auch eine sehr starke Vormachtstellung hat. Von dem her arbeiten wir sehr viel mit Tableau, haben sehr viele Skills in Tableau und auch sehr viele Projekte mit Tableau. Auf der nächsten Folie, und das ist dann auch wirklich die letzte Folie, bevor wir in die Use Cases reingehen, wollte ich Ihnen noch mal einen kurzen Snapshot geben. Sie sehen, wir haben verschiedenste Use Cases im Risikobereich, FinRep, also Meldewesenbereich, Non-Financial Risk, da geht es in die Obrisk-Ecke rein, Stresstesting, ESG, Liquidität aufgebaut, also für unterschiedlichste Reporting-Disziplinen. Und was Sie unten noch abgebildet sehen, eben mit dem kleinen Power BI-Logo, was wir uns hier auf der Folie nicht nehmen lassen, was wir eben oft machen, ist, dass wir den gleichen Use Case auch gerne mal in zwei unterschiedlichen Tools umsetzen, dass man auch sehr haptisch und sehr gut die Unterschiede zwischen den Tools auch rausarbeiten kann. Also Sie sehen, hier ist sehr viel Tableau drauf. Das ist auch durchaus ein repräsentativer Schnitt durch unsere Use Cases, aber dennoch auch durchaus auch mal die Quervergleiche. Sehr interessant. Von dem her habe ich jetzt mal den Intro-Part und die Folien sehr kurz gehalten, Johannes, und du wechselst jetzt direkt mal in die erste Demo. Und dann lass uns mal unsere integrierte Reporting-Lösung anschauen. Genau, wir schauen uns jetzt an, was ist Workflow-basiertes Reporting? Workflow-basiertes Reporting ist nämlich unsere Antwort auf BCBS 239. Jetzt könnten Sie sagen, BCBS 239, ja, das ist ja ein alter Hut. Jedoch sehen wir am Markt immer noch viele Finanzinstitute, die die regulatorischen Vorgaben aus BCBS 239 noch umsetzen müssen oder immer noch mit ihnen kämpfen. Das muss nicht sein. Durch die Fusion von Tableau und integrierter Workflow-Komponente, in unserem Fall war das Appian, konnten wir im Rahmen eines Kundenprojekts die Anforderungen aus BCBS 239 einerseits und eben andererseits konnten wir die Anforderungen erfüllen und andererseits eben auch einen wirklichen Mehrwert für den Fachbereich und das Finanzinstitut schaffen. Wir haben beide Tools mittels einer REST-API-Schnittstelle miteinander kommunizieren lassen. Und jetzt kommt's, wir haben Tableau in Appian eingebettet, sodass wir zwei Anwendungen ineinander integriert haben und der Kunde zwei Anwendungen oder der Endanwender zwei Anwendungen in einer bedienen konnte. Wie das jetzt funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Und zwar sehen Sie im oberen Teil im Prinzip ein Fenster, das hineinschaut über die Workflow-Komponente in Tableau. Wir erhalten immer noch alle Funktionalitäten, die wir in Tableau, beispielsweise auf Tableau-Server hätten, wie Mouse-Over-Funktionalitäten oder wir können auch verschiedenste Filter anschauen. Es handelt sich dabei, wie für BCBS 239 typisch, um eine Seite aus dem Risikobericht. Die Visualisierung von Daten funktioniert einwandfrei über Tableau. Wichtig ist aber auch im Zuge von BCBS 239, dass eben die Kommentierung manipulationsfrei erfasst werden kann. Diesen Part übernimmt dann in dem Fall die Workflow-Komponente. Das heißt, man erfasst hier in Appian die Kommentierung. Das sehen Sie hier. Das ist der erste Kommentar, der für die Berichtsseite erfasst wird. Dann wird der Kommentar als solches in eine Kommentierungsdatenbank zurückgeschrieben und Tableau greift wieder auf diese Kommentierung zu, ordnet sie entsprechend ein und zeigt sie dann auf der Berichtsseite. Sehen hier, wir können einmal auf Entwurf sichern gehen und dann aktualisiert sich die Berichtsseite und die Kommentierung wird angezeigt, sodass ich auch direkt sehen kann, okay, passt die Kommentierung
oder muss ich noch eine Änderung vornehmen? Das kann ich machen, auch für verschiedene Dimensionen. Das heißt, wenn ich eine Dimension, eine Kommentierung nochmal separat anpassen will, dann kann ich das machen, so oft ich das machen will. Einfach, wenn ich immer wieder auf Entwurf sichern gehe, dann aktualisiere ich nur. Aber Workflow, Sie merken es schon, bedeutet ja auch, ja, irgendwann, und das fordert BCBS 239 ja eben auch, muss dann jemand nochmal draufschauen im Sinne des Vier-Augen-Prinzips. Das ist dann der Freigeber. Den ja. Freigeber, den schauen wir uns jetzt an. Der Freigeber, der hat im Prinzip die gleichen Funktionalitäten wie der Kommentier oder der Kommentator, der Bearbeiter auch. Er sieht nur in einem ersten Schritt schon mal das, was der Bearbeiter eingetragen hat und kann das entweder anpassen. Das sehen wir hier. Also er ändert ihn einfach ab und sagt, das ist ein angepasster Kommentar. Und dann bekommt ihr hier auch die Notiz unten rechts, dass eine Änderung vorgenommen wurde und dass diese auf jeden Fall abzuspeichern ist, wenn sie in Tableau überführt werden soll. Genau, und das machen wir jetzt auch einmal über Entwurf sichern. Und dann sehen wir, dass die Kommentierung dann nach oben wandert. Wenn er das gerne nochmal geprüft haben möchte, beziehungsweise die Kommentierung für ihn so nicht in Ordnung ist, kann die Kommentierung auch zurückgespielt werden an den Bearbeiter mit einem Kommentar, mit einem Feedback, das er hier direkt eingeben kann. Und dann sehen wir, gehen wir hier auf Ablehnen. Und dann wandert diese Berichtsseite, diese Kommentierung wieder zurück zum Bearbeiter. Dieses Ping-Pong-Spiel, das kann jetzt so lange passieren bis zu einem gewissen Stichtag. Und ab diesem Stichtag gibt es dann quasi die letzte Freigabestufe. Der letzte Freigeber, der dann nochmal gesamthaft über die Seiten schaut, aber dann nicht pro Berichtsseite einzeln freigibt, sondern dann einmalig freigeben kann für den gesamten Bericht. Es besteht dann auch hier die Möglichkeit, nochmal bestimmte Notizen zu den Seiten zu geben, um sich das zu erleichtern. Und dann wird der Bericht eben automatisiert auf die Reise geschickt und landet automatisiert beim jeweiligen Berichtsempfängerkreis. Gut, das jetzt nur mal als kleiner Einblick hinsichtlich Workflow-basiertem Reporting und ja, was mit Tableau so alles möglich ist. Und eben, dass BCBS 239 eben wohl doch kein so alter Hut ist. Es würde uns freuen, wenn Sie auch im Nachgang dann mit Fragen auf uns zukommen und auch der jüngst erschienene Standard BCBS 539 zu Klima- und Umweltrisiken zeigt, dass zwischen dem Thema Risiko und ESG eine gute Verbindung besteht und auch, dass die Anforderungen aus dem Risikobereich übertragen werden auf diesen neuen Themenbereich ESG und wir jetzt eine Fusion aussehen kann im Reporting zwischen diesen beiden Themenbereichen. Das zeigt Holger Husler. Ich würde schon mal gerne einhaken, Johannes. Oh, gerne, ja. Wir haben ein paar Zuhörer, Zuschauer, die mit BCBS 239 noch nicht so firm sind. Vielleicht kannst du noch mal drei Sätze dazu sagen. Ja, BCBS 239 handelt im Prinzip von Aggregation oder sag mal, also es geht erstmal um Risikodaten, um die effektive Aggregation und Aufbereitung von Risikodaten. Das umfasst Themen wie beispielsweise, dass wirklich vom Quellsystem bis hinten zum Report eine Data Lineage, das heißt der Weg der Daten, komplett nachvollzogen werden kann. Das ist ein Thema. Es sind aber auch so Themen, die wir jetzt hier behandelt haben, wie dass innerhalb der Berichterstellung bewusst oder unbewusst keine Manipulationen mehr am Bericht vorgenommen werden können. Das heißt, der BCBS 239 Standard gibt Anforderungen gegenüber der Berichterstattung oder gegenüber der Datenhaltung von Risikodaten vor, die es von den Banken einzuhalten gilt. Ja.
Super, danke dir. Hier gibt es noch eine weitere Frage, Johannes. Und zwar lautet die Frage, mit welchem Workflow-Tool ist Tableau in dem Workflow-basierten Reporting verbunden? In unserem Fall war das Appian. Wir haben, also es ist aber modular aufgebaut. Das heißt, jedes Workflow-Tool, das die REST-API-Schnittstelle von Tableau gut bedienen kann, könnte hier an Appians Stelle treten. Danke dir. Sehr gut, dann würde ich sagen, wir machen den Cliffhanger zu ESG. Johannes, jetzt muss ich einmal aus dem Screenshare, glaube ich, rauskegeln. Ich habe jetzt hier raus, ich habe kein schickes Video, wo ich weiß, es funktioniert. Ich bin live auf unserer Demo-Umgebung. Kurzsignal, ist es zu sehen? Hopp, ja, wir ja. Sehen es. Sehr, sehr gut. So, und ich habe jetzt die spannende Aufgabe, in sehr kurzer Zeit eine ESG-Simulation vorzustellen, wo natürlich auch durchaus nochmal eine gewisse fachliche Komplexität dahinter steckt. Aber ohne jetzt einen ESG-Grundsatzvortrag zu machen, ESG ist erstmal für Banken oder auch für Versicherer, Asset Manager einen neuen Blick auf den Kunden. Das heißt, bisher war es wichtig eher, wie viel Marge verdiene ich mit dem Kunden, wie ist sein finanzielles Risiko entsprechend, wie wirkt das Ganze auf eine Bilanz etc. pp. Und neu kommt dazu, dass die Banken jetzt Neuland begehen, indem sie quasi auch den Horizont erweitern müssen und plötzlich Fragen beantworten müssen, wie grün ist denn der Kunde? Wie grün ist er bezogen auf eine EU-Taxonomie? Wie grün ist er im Sinne eines CO2-Accountings? Also wie hoch ist sein CO2-Ausstoß und wie gut passt er sich ein in quasi ein Net-Zero-Ziel für 2050. Dann aber auch Fragen, wie ist die Risikosicht in der Transition, die wir alle durchleben? Das heißt, gibt es da ein erhöhtes finanzielles Risiko für den Kunden, dass er dann doch quasi auch ausfallgefährdet sein könnte? Das heißt, wir haben im Kern bestehende Metriken, die Banken seit 10, 20 Jahren quasi haben. Und es kommen plötzlich nochmal ein paar Dimensionen mit dazu. Das heißt, der Raum der Dimensionen bläht sich irgendwann auf. Und Ziel dieses Showcases ist quasi eine Portfoliosimulation zu haben. Das heißt, möglichst integriert auf das Kundenportfolio drauf zu blicken. Und ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, ich schmeiße die Kunden oder ich versuche die Kunden aus meinem Portfolio rauszubekommen, die einen hohen CO2-Ausstoß haben, aber vielleicht verdiene ich ja mit denen auch gutes Geld und die haben ein sehr günstiges Risikoprofil. Warum sollte ich die jetzt zuerst rausschmeißen? Das heißt, man muss versuchen, die Zusammenhänge und die Wirkungsweisen zwischen den Metriken zu verstehen. Und wir haben jetzt drei Sichten mitgebracht. Das ist die erste Sicht, wo wir quasi einen Portfolioaufriss sehen. Hier kann man sich jetzt auch noch in unterschiedliche Branchen mit reingeben. Und Sie sehen hier drei Metriken hier abgetragen. In der vertikalen ist immer die CO2-Intensität des Kunden und dann in der einen Grafik ist es quasi gegen die konventionelle PD, also Ausfallwahrscheinlichkeit, dann gegen ESG-Gesamtscore. Das ist eine neue Metrik, die quasi den Risikogehalt des Kunden jetzt aus einer Transitions- und physischen Risikosicht beleuchtet und dann auch nochmal, wie viel Geld verdiene ich denn mit dem? Und jetzt kann ich mir dann angucken, die drei Grafiken sind miteinander verknüpft und kann jetzt mal einen Punkt hier nehmen. Da habe ich jetzt gleich Gazprom genommen. Das ist natürlich ein sehr gutes Beispiel. Und kann verstehen, wo Gazprom in dem Fall denn jetzt in diesen drei Quadranten liegt. Und quasi der rote Bereich ist immer ein ungünstiger Bereich. Das heißt, ich bin immer sozusagen in einer negativen Korrelation der beiden Achsen. Grüner Bereich ist positiver Bereich. Und den gelben haben wir mal so geschnitten. Da muss man genau hingucken. Und so kann man sich jetzt schauen, natürlich die in allen drei rot sind. Na gut, Gazprom hat noch einen gelben bekommen. Wenn wir uns mal einen anderen nehmen, ach, auch wieder ein Gelb. Man merkt schon, schicke Funktionalität. Das heißt, ich kann es immer sehr gut sehen, aber es ist jetzt doch Zielwertsuche. Das heißt, ich muss mal irgendwie durch alle Punkte durchlaufen. Deswegen haben wir quasi noch eine zweite Sicht entworfen, wo wir auch nochmal mehr Funktionalitäten in Tableau reingebaut haben. Sie sehen jetzt hier auch wieder die unterschiedlichen Dimensionen, die wir eben beleuchtet hatten, immer in einer linearen Sicht. Sie sehen hier jetzt die Aufreihung Ihres Portfolios, können auch über Mouseover wieder auf die einzelnen Kunden mit draufgehen und sind jetzt hier in der Lage, sich Schwellwerte zu setzen,
Die Schwellwerte unterscheiden erstmal zwischen einem Rot- und Grünbereich. Die Schwellwerte kann man verändern, logischerweise. Es ist gut an Schwellwerten. Man kann sie auch hier mit dem Schieberegler verschieben und haben jetzt eine Metrik gebaut, die quasi unten zählt, wie ist der Abstand des einzelnen Kunden denn jetzt zum Schwellwert in dem positiven und negativen Bereich. Und Sie kriegen so quasi eine interaktive Top- oder Flop-10-Liste der Kunden, die quasi in Relation aller vier Dimensionen zu den jeweiligen Schwellwerten entweder am ungünstigsten oder am günstigsten sind. Das heißt, ein sehr effektives Hilfsmittel, wenn ich in ein Portfolio reinschauen möchte und quasi integriert verschiedene Metriken im Blick haben möchte und verstehen möchte, was sind jetzt eigentlich die Kunden, die ich quasi auf die Watchlist nehmen sollte und was sind vielleicht meine Cash-Cow-Kunden, wo ich eher nochmal gucke, dass ich vielleicht nochmal mehr Volumen damit auch generieren kann. Dann haben wir, war für uns der Spaß noch nicht zu Ende, sondern wir haben, jetzt muss ich mal gucken, dass, die, ja, dass ich umschalten kann. Wir haben Tableau noch das Simulieren beigebracht. Und was Sie jetzt hier sehen, ist auch nochmal eine Matrix, wo wir die Branchenportfolien nochmal abgetragen haben. PI und ESG-Score hatte ich eben schon erläutert. Die Größe ist quasi volumensgewichtet und die Farbe ist nochmal die Indikation für eine Marge. Also je roter, desto schlechter die Marge, je grüner, desto besser die Marge. Und Sie können sich jetzt hier einzelne Kreditnehmer reinpingen. Wie gesagt, das ist alles Tableau Native gebaut und können jetzt anfangen mal zu gucken, was passiert, wenn Sie das Volumen von Daimler denn erhöhen. Das ist jetzt hier keine Dioptrien-Thema, dass das hier so eine gewisse Unschärfe hat, sondern die Balken oder die Bubbles wandern gemäß der Simulation. Das heißt, Sie sehen jetzt hier sehr gut den Effekt, was passiert, wenn Sie Daimler jetzt um das 1,9-fache des Volumens erhöhen würden. Offensichtlich scheint Daimler in der Automotive-Branche noch einer zu sein, der dann dazu führt, dass eher der Risikogehalt sinkt. Das heißt, ich habe ein besseres Bonitäts-zu-ESG-Risikoverhältnis. Also mein Risikogehalt wird erstmal weniger in den zwei Dimensionen. Volumensmäßig scheint Daimler da gar nicht so großen Hebel zu machen, weil der Bubble ist nur leicht größer geworden, obwohl wir Faktor 2 genommen haben. Aber die Marge ist auch deutlich besser. Also offensichtlich ist Daimler auch quasi jemand, mit dem ich gut Geld in der Branche verdiene in meinem Portfolio. Und das ist eben hier nochmal die Zielsetzung, wenn ich ein statisches Portfolio habe, haben wir auf den ersten beiden Seiten gesehen, wie kann ich gut Kreditnehmer selektieren in verschiedenen Dimensionen und hier eben nochmal den Blick, was ist jetzt, wenn ich Einzelkreditnehmer-Simulationen mache, was passiert, wenn ich die rauf- oder runterschraube vom geplanten Exposure, wie verändert sich dann eigentlich die Gesamtsicht. Das sind so die drei Sichten, die wir hier in dem Showcase entwickelt haben, eben im Kontext ESG, weil dort natürlich das Thema durch die multiple Dimensionalität des Themas einfach an Brisanz gewinnt und soll aber auch mal zeigen an der Stelle, was alles mit Tableau, Bordmitteln auch möglich ist. So viel zum Thema ESG und ich hoffe, es wurden mittlerweile viele Bäume gepflanzt. Super, danke dir, Holger. Danke, Johannes. Ich bin begeistert über dieses Anwendungsbeispiel, zumal es beides Themen betrifft, die man zwar in der Bankenwelt kennt, aber die auch so ein bisschen was, ich möchte mal sagen, Theoretisches im Kopf haben und das jetzt mal sozusagen praktisch zu sehen, auch was, um bei deinem Thema zu bleiben, Holger, ESG bedeutet in der Multifunktionalität, ich möchte es mal mit so einem Rubikwürfel vergleichen, kennen wir vielleicht alle noch, der Zauberwürfel, der in seinen ganzen Dimensionen zusammenpassen muss und da haben mich die verschiedenen Dimensionen eben dran erinnert aus deinem Vortrag. Ja. Und er passt nie, der Würfel, es sei denn, man baut ihn auseinander. Genau, ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Wir schwenken von der Bankenwelt zur Versicherungswelt. Ich darf die Kollegen von der Swiss Re begrüßen. Ueli, ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgedrückt, den Namen. Vielen Dank. Wir bleiben ein Stück weit bei dem Thema risikotreu. Wofür stehen Versicherer, sei es Erst- oder auch Rückversicherer? Natürlich zum Versichern von Risiken. Deshalb freue ich mich jetzt, Swiss Re sozusagen auf der Bühne begrüßen zu dürfen und übergebe das Wort an dich, Ueli.
Danke, Alex. Ja, hallo auch von meiner Seite. Die Aussprache war ziemlich gut, Ueli Konrad, die Schweizer Variante von Ulrich. Genau, ich teile jetzt auch gleich meinen Bildschirm. Ich hoffe, dass man das jetzt sieht. Ja, kurz zu meiner Person. Ich bin Product Manager für Magnum Data Insights bei der Swiss Re. Ich bin hier in Zürich beheimatet. Was ist Magnum? Darüber werden wir gleich sprechen. Und ich werde heute zuerst ein bisschen unsere Datenreise mit Tableau aufzeigen, auch für dieses Produkt Magnum Analytics, das wir dann direkt Versicherern zur Verfügung stellen. Also es ist auch ein White Labeling hier, das wir betreiben. Und gegen Schluss dann gerne werde ich dann auch in unsere Demo-Umgebung reingehen und ein paar der Dashboards, die wir da gebaut haben, euch zeigen. Ganz kurz zu Swiss Re. Ich nehme an, die meisten in dem Call hier werden die Swiss Re wahrscheinlich kennen. Wir sind eine Rückversicherungsgesellschaft mit einer ziemlich langen Historie, gegründet in Zürich in der Schweiz, haben circa 14.000 Mitarbeiter global und haben grundsätzlich drei Pfeiler unseres Business. Einerseits das Rückversicherungsgeschäft, unser Core-Business. Da bin auch ich drin. Ich sitze in dem Reinsurance Solutions Bereich, also ganz spezifisch, wo wir Softwarelösungen oder auch Beratung für Direktversicherer anbieten. Nebenbei haben wir auch das Corporate Solutions Business und IPTQ mit ihrer B2B2C-Lösung. Gut, ich habe vorhin kurz angesprochen Magnum. Kurze Erläuterung, was ist Magnum oder beziehungsweise was ist eigentlich eine automatisierte Underwriting-Lösung, wie es Magnum eine ist. Und es sind jetzt hier wahrscheinlich auch nicht alle aus der Versicherungsbranche, deshalb kurz auf der linken Seite einen Abriss. Was ist denn eigentlich Underwriting? Underwriting ist hier jetzt im Kontext für Lebens- und Krankenversicherungen grundsätzlich die Risikoprüfung eines Versicherungsantrags. Und das Ergebnis dieses Underwriting ist dann eben eine Entscheidung, ob der Versicherer den Antrag annehmen will und sprich dem Antragsteller eine Police anbieten will oder nicht, je nach Risiko. Oder auch beispielsweise, wenn man Raucher ist, ja, man kann eine Police anbieten, aber dann halt mit einer etwas erhöhten Prämie. Das ist der Underwriting-Part und dann gibt es halt das automatisierte Underwriting, also das, was dann die Magnum-Lösung von Swiss Re anbietet. Und was diese macht, das sind grundsätzlich drei Schritte vereinfacht. Einerseits erfasst sie Informationen über den Versicherungsantragsteller, also zum Beispiel über bestehende Erkrankungen oder aber auch die Familiengeschichte, hat man irgendwelche Fälle von Krebs oder Diabetes in der Familie. Und auf Basis dieser Daten wird dann eine automatisierte Risikoprüfung gemacht und dann auch eine automatisierte Entscheidung getroffen. Also ob das halt eine Annahme ist oder eine Ablehnung von dem Antrag oder eben halt auch mit einer erhöhten Prämie. Wie es mit Automatisierung so ist, funktioniert das natürlich nicht, kann es nicht immer eine Entscheidung fällen und manchmal verweist es dann halt auch einen Fall an einen menschlichen Underwriter. Das nennen wir halt das manuelle Underwriting. Genau, Magnum ist so eine Lösung, die automatisiertes Underwriting anbietet. Wir sind schon ziemlich etabliert auf dem Markt. Magnum gibt es schon ziemlich lange und heute haben wir über 80 Installationen auf der ganzen Welt und bearbeiten über 15 Millionen, über all unsere Kunden, über 15 Millionen Versicherungsanträge im Jahr. Was ist der Vorteil von so einer Lösung? Hier auf der rechten Seite sehen Sie so die grundsätzlichen Vorteile, dass es halt das Underwriting kosteneffizienter macht. Je mehr Automatisierung, desto weniger manuelles Underwriting braucht man auch. Und heutzutage ist es auch oftmals schwierig, erfahrene Underwriter effektiv auf dem Markt zu finden. Und da unterstützt das natürlich auch die digitale Transformation. Es macht den Prozess aber auch viel schneller, insbesondere wenn halt eine automatisierte Entscheidung gefällt werden kann. Dann sieht das der Antragsteller dann auch direkt auf seinem Bildschirm. Innerhalb von wenigen, der Antrag dauert normalerweise ein paar Minuten, bis man halt seine Daten eingegeben hat. Und dann sieht man dann auch direkt die Entscheidung und dann heißt es halt, ja, wir können dir eine Police anbieten, wie für so viele Kosten im Monat oder im Jahr.
Früher war das halt alles ein manueller Prozess und dann ging es dann halt ein paar Wochen, bis sich ein Underwriter das je nachdem angeschaut hat und dann mit einem Feedback zurückkam. Der dritte Teil ist ein präziseres Underwriting und konsistent natürlich auch. Magnum basiert auf einem Regelwerk von über 30.000 Regeln. Da es halt auch viele Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Erkrankungen beispielsweise gibt. Und da es regelbasiert ist, trifft es halt auch immer die gleichen Entscheidungen, die dann unvoreingenommen und risikoadäquat sind. Was man manchmal ein bisschen vergisst, und ich habe jetzt das hier auf der linken Seite von dem Slide noch in diesen Kreis reingeschrieben, ist, man trifft dann, kann halt auch mit diesen Daten datengestützte Geschäftsentscheide fällen. Insbesondere dadurch, dass halt all diese Daten, die man dann sammelt von den Antragstellern, halt in einem standardisierten Datenmodell kommen und die Datenqualität halt sehr hoch ist. Also man muss dann nicht irgendwie noch mit Papierkram oder OCR oder Natural Language Processing oder diesen Themen arbeiten. Man hat es halt direkt in einem Format, das es dann auch einfach macht, die Daten zu analysieren. Okay, also das soweit mal zu Magnum. Was ist jetzt Magnum Analytics? Magnum Analytics, wie es der Name sagt, ist dann unsere Reporting- und Analytics-Lösung, die wir dann unseren Kunden, also den Direktversicherern, den Lebensversicherern, die Magnum nutzen, zur Verfügung stellen, damit sie halt Erkenntnisse gewinnen können aus diesen Underwriting-Daten, um ihr Geschäft besser zu verstehen und letztendlich halt auch zu optimieren. Was bietet Magnum Analytics? Offensichtlich verwenden wir Tableau hier. Dadurch ist die Benutzeroberfläche sehr modern und auch benutzerfreundlich. Es ist eine SaaS-Lösung, also das heißt, es ist end-to-end gemanagt von 3-3, kommt mit einer großen Auswahl an Out-of-the-Box-Dashboards. Und wir sind auch hingegangen, haben uns überlegt, was sind denn eigentlich die User für diese Lösung? Ich glaube, das ist immer wichtig. Dashboards kann man viele bauen. Die Frage ist dann immer, wer guckt sich dann das an und was sind dann wirklich die Erkenntnisse, die sie daraus gewinnen wollen. Also wir haben dann wirklich verschiedene Hüte angezogen oder Personas kreiert und gesagt, was möchte ein Underwriter sehen, was möchte ein Vertriebsmanager sehen, was möchte ein CEO vielleicht sehen, etwas High-Level etc. Wie gesagt, ich habe es am Anfang erwähnt, Magnum Analytics, wir betreiben hier ein White-Labeling von Tableau, das heißt, wir bieten dies als Lösung unseren Kunden an. Das Frontend und auch im Backend zum gewissen Teil ist dann Tableau die Lösung, die wir hier verwenden. Was war unsere Reise mit Tableau? Wir hatten schon, bevor wir Magnum Analytics eingeführt hatten, eine Reporting-Lösung, ich nenne es jetzt hier unsere Legacy-Lösung, die basierte auf einem internen Reporting-Framework, das die Swissware auch selber gebaut hat. Das hat so mehr oder weniger funktioniert. Die Daten waren schon korrekt, aber wir hatten halt viele Probleme. Einerseits das User Interface war sehr altbacken und das nimmt einem dann auch die Freude, die Daten zu erleben und die Neugier, die Daten zu verarbeiten. Und dadurch war es halt auch nicht wirklich intuitiv und interaktiv. Ja, also und letztendlich auch eine ziemlich langsame Lösung, was dann dazu geführt hat, dass halt die Nutzung auf Kundenseite wie auch intern von 3-3-Seite dann eher gering war. Da haben wir uns hingesetzt, wir haben gesagt, okay, wir müssen was Neues bauen. Wir haben einen RFP-Prozess auch durchgeführt und sind dann im Endeffekt, haben wir uns für Tableau entschieden, für unsere Magnum Analytics-Lösung. Auch das Backend haben wir umgebaut, also wir sind jetzt in der Public Cloud. Wir nutzen hier vor allem Azure Data Factory und Azure Synapse. Und das bringt uns halt sehr viele Vorteile. Einerseits ist das User Interface viel intuitiver, aber es bietet halt auch diese Drill-Down-Fähigkeiten, ja, und diese Interaktivität, dass man halt gewisse Datenpunkte auch direkt anklicken kann, dazu mehr Informationen kriegt oder dadurch auch direkt einen Filter setzen kann. Wir bieten unsere Kunden jetzt auch ein Web-Authoring an. Wir nennen das Build Your Own Reports. Das heißt, mit dieser Funktion auch direkt im Browser dann eigene Reports zu bauen, können hier die Kunden auch noch, wenn ihnen irgendwas fehlt, halt auch noch eigene Reports bauen. Das Ganze ist schneller, ist performanter und am Ende vom Tag können wir auch ziemlich schnell neue Dashboards entwickeln oder bestehende Dashboards auch verbessern.
Warum Tableau hier auf der unteren Seite von diesem Slide waren verschiedene Punkte. Einerseits, und das haben wir auch intern getestet mit verschiedenen Test-Usern während dem RFP, war, dass eigentlich die einheitliche Meinung war, dass es die User Experience ist die beste auf dem Markt und das schließt oder macht auch die Brücke hier zum dritten Punkt. Das ist, man merkt bei Tableau halt auch, dass es ein Unternehmen mit langer Tradition ist und dass man halt wirklich einen Fokus auch auf Analytics setzt. Also es ist jetzt nicht eine Lösung, die versucht alles zu machen, sondern dass man halt wirklich sagt, Data Visualization und Analytics, und das macht man halt richtig und das macht man gut. Und das, finde ich, merkt man im Endeffekt auch im Produkt. Andererseits haben wir auch ziemlich eng mit Tableau zusammengearbeitet, gerade während der oder bevor und während der Einführung von Magnum Analytics. Insbesondere, weil wir eine neue Variante, eine Deployment-Variante verwendet haben, und zwar die containerisierte Variante von Tableau Server. Und da haben wir sehr eng zusammengearbeitet, um das dann auch bei uns in unserem Kubernetes-Cluster korrekt zu konfigurieren und dass das dann auch richtig gut funktioniert. Und das bringt mich zum vierten Punkt, flexible Deployment-Optionen. Gerade aus Container gibt es unten dann auch die Möglichkeit, Magnum Analytics beispielsweise in China auf der Alibaba Cloud zu deployen. Und mit anderen reinen SaaS-Lösungen ist es halt teilweise etwas schwieriger und man hat dann da gewisse Restriktionen. Gut, was sind die Vorteile für unsere Kunden für Magnum Analytics? Es sind grundsätzlich sechs Themen, die ich hier herausgepickt habe. Einerseits oben links höherer Automatisierungsgrad. Grundsätzlich Magnum ist ja, wie gesagt, eine automatisierte Underwriting-Lösung. Aber da hat man natürlich immer Optimierungspotenzial. Das basiert auf diesen Regeln, aber unsere Kunden können die auch anpassen und halt je nachdem, auch basierend auf dem Risikoapathie kann man sagen, man kann halt auch mehr Anträge dann automatisiert bearbeiten oder weniger, je nachdem. Aber für die meisten Kunden ist natürlich ein höherer Automatisierungsgrad einer der Hauptgründe, warum man so eine Lösung einsetzt. Und die Daten helfen da eben ganz stark, um dann zu verstehen, wo man den Hebel ansetzen kann, um einen höheren Automatisierungsgrad zu erreichen. Weiter führt es auch zu geringeren Kosten, dank weniger Untersuchungen, insbesondere bei der Akquise von neuen Versicherten für Lebens- oder auch Lebens- und Krankenversicherungen schickt man halt teilweise auch die Antragsteller zu einem Bluttest, Urintest etc. Und aufgrund der Daten kann man dann halt auch gewisse Muster erkennen, wo das wirklich notwendig ist. Und wo das vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendig ist und man sich hier als Versicherer dann auch die Kosten sparen kann. Der dritte Punkt hier unten links und der vierte oben rechts, die spielen eigentlich sehr eng zusammen. Wir haben auch ein Dashboard gebaut und wir sammeln auch Daten zu dem Verhalten, also quasi User Journey, wenn die Antragsteller einen Antrag für eine Versicherung stellen und hier halt auch das Verständnis dann zu erzeugen, wo hat man Dropouts, ja, also sind es gewisse Fragen, wo die Antragsteller jetzt, wo man vermehrt sieht, dass die Antragsteller da abspringen, das kann je nachdem sein, weil es persönliche Dinge sind, wie mentale Gesundheit, die man vielleicht nicht gerne beantwortet, oder aber auch, wenn man sagt, ja, ich bin Raucher und man sieht dann, okay, da werden viele Folgefragen gestellt, dass man dann auch vielleicht auch zurückgeht und sagt, ja, okay, ich gebe jetzt doch mich als Nichtraucher an, ja. Also da ist ganz spannend, also aus Risikosicht diese User Journey zu steuern, auch aus Behavioral Economics Sicht, wie kann man die Fragen stellen, um ehrliche Antworten zu kriegen. Also der Klassiker ist für mich bezüglich Raucher, sind Sie Raucher? Das ist die eine Frage oder die andere, haben Sie in den letzten 12 Monaten eine Zigarette geraucht? Ja, also da kann man auch viel mit der Formulierung spielen, wie man da verlässliche Daten oder ehrliche Angaben von den Antragstellern kriegt. Vertrieb ist auch immer ein großes Thema für Versicherungsgesellschaften, deshalb hier auf der rechten Seite der fünfte Punkt, Identifizierung von problematischen Vertretern. Dazu haben wir auch ein Dashboard, ein Workbook gebaut, das Einblicke gewährt, wie
grundsätzlich, was kriegt man für eine Qualität von Anträgen über verschiedene Kanäle? Also das heißt, der Online-Kanal, wo der Antragsteller das direkt selber ausführt oder über Agenten, Angestellte oder auch externe Broker oder sogar über Banken, die auch Lebensversicherungen vertreiben. Das sieht man dann ziemlich gut, wie ist die Qualität, die Zusammensetzung von diesen Vertriebskanälen. Und man kann auch einen Drilldown machen und sagen, okay, ich will mir jetzt einen ganz spezifischen einzelnen Agenten beispielsweise anschauen und gucken, wie sich der dann verhält zum Durchschnitt. Und als letzter Punkt hier, das ist vor allem halt auch für aus Risikosicht wie auch aus Underwriting-Sicht sehr spannend, ist die Identifizierung von Trends und Mustern bei den Angaben, bei den Antragstellen, insbesondere auch bezüglich medizinischen Angaben. Ja. Also es ist vielleicht spannend nach der Corona-Pandemie, ob man da irgendwelche Trends vielleicht in medizinischen Daten sieht oder den Angaben von Antragstellern. Ob es da vielleicht irgendwelche Häufungen gibt von bestimmten Krankheitsbildern, Asthma beispielsweise oder so. Also ganz spannend auch aus der Sicht. Gut, bevor wir jetzt noch in die Demo springen, kurz noch ein Slide bezüglich, wo wir hinwollen mit dieser Lösung. Ein Thema, das ist oben hier intuitive Analytics durch natürliche Sprache, das finde ich ganz spannend, wie man die Daten auch noch einfacher erlebbar machen kann. Ja? Also wie können wir ein Dashboard bauen, habe ich vorher gesagt, das macht man schnell, aber wie ist es halt auch gebaut auf eine Art und Weise, dass einem die Erkenntnisse auch irgendwo ins Gesicht springen. Also da sprechen wir auch ein bisschen von Intelligenz, künstliche Intelligenz, je nachdem. Aber halt auch, wie, auf welche Art und Weise kann man Daten dann überhaupt sichtbar machen. Also hier in dem Falle wäre es zum Beispiel interessant, das neue Feature von Tableau zu verwenden, das halt wie ein Wetterbericht quasi in Prosa, einen Fließtext generiert, wo halt interessante Erkenntnisse aus den Daten dann dem User zur Verfügung gestellt wird, zum Beispiel auf der Startseite. Weiter, wir überlegen uns ein vereinheitliches Web-UI zu machen, also hier auch ein Tableau Embedded zu verwenden, wie wir es vorhin in der Präsentation von KPMG gesehen haben. Ich glaube, es ist ganz spannend, weil das einem dann auch mehr Möglichkeiten gibt im Sinne von, wie wir das Ganze gestalten können, auch unsere Corporate Identity hier noch stärker einbinden können. Präskriptive Analytik, das ist ein sehr breites Thema hier, aber auch hier spannend, glaube ich, wie man den Usern noch helfen kann, nicht nur die Daten zu zeigen, sondern auch zu sagen, okay, wo könnt ihr denn einen Hebel ansetzen und eben euer Business, eure Automatisierung etc. zu verbessern. Und die zwei letzten Punkte, mehr Datenpunkte über den ganzen Lebenszyklus einer Police. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, weil man dann halt oftmals die Erkenntnisse, die man aus den Daten da generieren kann, halt oftmals ein mehr ist als die Summe aus den Einzelteilen. Ja. Also wenn man auch irgendwo einen Feedback-Loop dann generieren kann und sagen, ja, was sind denn eigentlich die Claims, die man kriegt für diese Policen, und man dann zurückgehen kann und sagen, haben wir denn schon gewisse Muster erkannt in dem Underwriting, in dem Antragsprozess, die man in Zukunft vielleicht das Risiko-Assessment, das Underwriting dann auch noch steuern kann. Und der letzte Punkt, eher technischer Natur, aber momentan haben wir noch ein eher klassisches Data Warehouse Architektur, und hier möchten wir auch eher zu einem Data Lakehouse Architektur hingehen, um auch mehr Use Cases dann zu ermöglichen auf der Plattform und man da auch keine Skalierungsprobleme zu kriegen. Willi, ich muss ein bisschen den Timekeeper spielen sozusagen. Ja, genau. Ich switch jetzt auch gleich zur Demo. Ich glaube, ein paar Minuten kann ich wahrscheinlich noch, ja, wenn das okay, ja, ist. Ja. Sehr gut. Dann lass mich doch gleich mal hier meinen Browser teilen. Sieht man das? Kommt das durch? Ja, man sieht was. Okay, super. Das hat jetzt noch mal kurz frisch geladen. Hier kurz zur Demo, das ist jetzt hier unser Demo-Environment. Wir haben grundsätzlich verschiedene Workbooks. Das hier ist jetzt unser Standard-Reporting-Workbook. Wir haben hier eine Navigation auf der linken Seite, wo man auch die verschiedenen Dashboards sieht. In der Mitte sind dann die einzelnen Widgets.
und auf der rechten Seite dann halt gewisse Filter, die der User dann auch auswählen kann. Wir haben hier noch auch einen Button gebaut, Show More Filters, wo man dann auch sehr granular einstellen kann, ob man nur spezifische Produkte oder von einem spezifischen Vertriebskanal, ein spezifisches Land die Daten sehen will. Und die sind dann auch persistent. Das heißt, wenn man hier sich Filter setzt, bleiben die dann auch bestehen, wenn man verschiedene andere Dashboards sich anguckt. Ich klicke jetzt hier einfach mal durch und gebe euch so ein bisschen einen Überblick, was wir hier gebaut haben. Das hier ist das Effectiveness View. Das ist ein guter Startpunkt für die Underwriter, vor allem zu sehen, wie ist denn eigentlich, das ist die Automatisierungsrate, die ich aus Magnum rauskriege, und habe ich dann auch hier zum Beispiel unten sieht man das, gewisse Produkte oder Entdeckungen, auf Englisch Benefits hier, die dann halt eher zu einer tieferen Automatisierungsrate führen oder eine eher höheren, dass man da dann auch weiß, wo sollte man den Hebel ansetzen, wo kann man das Regelwerk noch anpassen, um dann auch effektiv einen höheren Automatisierungsgrad zu erreichen. Spannend, ich habe es vorhin genannt, verschiedene Personas. Portfolio View richtet sich eher an Produktmanager auch, Versicherungsproduktmanager. Hier kann man gut sehen über die Zeit hinweg, wie viele Anträge kommen dann für welche Produkttypen oder auch für welche Deckungen. Hier in absoluten Zahlen, wenn wir hier auf den Button klicken, auch in relativen Zahlen. Auch ganz spannend, wenn man ein neues Produkt einführt, zu sehen, kannibalisiert je nachdem ein neues Produkt ein bestehendes Produkt oder wird das quasi dann on top auch noch darauf verkauft. Ich habe vorhin gesagt, Interaktivität, das gefällt mir halt ganz gut hier auch bei Tableau. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel für die Term Insurance Produkt spezifisch die Daten anschauen will, klicke ich halt auch einfach auf diesen Bereich hier in diesem Area Chart und sehe dann auf der rechten Seite dann auch jeweils die demografischen Daten für die Antragsteller, die jetzt spezifisch sich für dieses Produkt interessieren. Gehen wir zum Decision Screen. Dieser bietet eine gute Übersicht, vielleicht ein bisschen überladen auf den ersten Blick, aber wenn man sich daran zurechtfindet, sehr ein kräftiges Tool, um zu verstehen, wo dann ganz spezifisch eigentlich diese Entscheidungen vom Magnum herkommen. Ja. Also ich habe jetzt hier diese Risikofaktoren auf der rechten Seite, die Teil von Magnum sind, und ich kann jetzt hier halt spezifische Faktoren auswählen, zum Beispiel Marihuana-Konsum oder eine Hernien, und ich sehe dann auch hier in diesem Widget auf der linken Seite, wie das dann die Entscheidungen von Magnum beeinflusst, dieses spezifische Risikofaktor. Wir sehen jetzt in diesem Beispiel, okay, für alle Deckungsarten hat das nicht zu einem Referral oder zu einer Ablehnung geführt, die wurden alle akzeptiert. Weiter, und ich komme jetzt auch gleich zum Ende, haben wir hier noch ein Trendscreen, das verwendet interne Tools von Tableau, statistisches Modell. Das hat auch so ein bisschen ein Trends and Forecasting generiert. Das funktioniert jetzt nur nicht perfekt mit diesen Demo-Daten, aber in der Production funktioniert das eigentlich ganz gut. Ueli, wir haben ja auch ein paar Fragen. Magst du sie mal kurz beantworten? Und zwar fragt einer, was ist ein Data Lakehouse? Ein Data Lakehouse ist, wo wir eigentlich nicht ein zentralisiertes Data Warehouse haben, also eine Datenbank, sondern eigentlich alle Daten, die wir sammeln, in ihrer Rohform auf einem Layer speichern. Das ist in diesen Parkett-Files. Und das eigentlich nicht das ETL direkt immer in einem Batch-Verfahren anwendet, sondern eigentlich ad hoc, wenn man dann die Daten braucht, das ETL anwendet und dadurch dann auch Analytics-Anwendungen ermöglicht. Der Hauptgrund für uns, um diese Richtung zu gehen, ist halt, dass man in Zukunft, wir sehen jetzt immer mehr neue Use Cases da auch dazu kommen, wie beispielsweise Wearables-Daten, also sogenannte Wellness- oder Lifestyle-Daten. Und da hat man dann halt auch sehr viel größere Datenmengen und muss dann halt auch rein von der Verarbeitungszeit und von der Skalierbarkeit hat man da andere Anforderungen. Und mit halt Tools wie Databricks oder basiert auf Spark kann man da eigentlich sehr gut auch horizontal skalieren und da sehr in kurzer Zeit auch große Datenmengen verarbeiten, dass das momentan bei uns jetzt in diesem
Setup und dem Backend, das wir jetzt haben, gewisse Limitationen hat. Vielen Dank für die Antwort. Dann gibt es noch eine weitere Frage, und zwar, wie ist die Auswahlleiste links umgesetzt? Ist Tableau hier in einer Homepage integriert? Nein, wir verwenden hier alles Tableau out of the box. Ja? Also wir haben kein Embedded oder so hier verwendet. Ich kann jetzt aber leider technisch nicht genau beantworten, wie wir das umgesetzt haben. Ich glaube, das sind einzelne Sites, und die haben wir dann quasi repliziert. Für jede Site hatten wir quasi das Menü auf der linken Seite und das linkt dann jeweils auf eine eigene Site. Ne? Danke dann. Mhm. Alex, du bist on mute. Vielen Dank, Juali. Klasse Beispiel dafür, wie Risiko, Effizienz, Automatismus ineinander greift und ebenfalls auch ein klasse Beispiel dafür, wie man mit Hilfe von Tableau als, ich sag mal, Anbieter auch seinen eigenen Kunden einen Service anbieten kann, welche diesen dann nutzen können, um in ihrem eigenen Bereich positive Effekte zu generieren und auch das Thema datengetriebenes Unternehmen, datengetriebene Versicherung in dem Fall sozusagen auf die Reise zu gehen und erfolgreich umzusetzen. Ich sage ganz herzlichen Dank. Wir bleiben bei der Swiss Re. Paul, ich darf zu dir übergeben und wir schauen uns mal einen ganz anderen Bereich an, in dem Tableau und in dem das Thema Daten unterstützen kann. Thank you. And I'll obviously do this in English. Sorry. Sorry for starting in German for your presentation. So we are looking at, still at Swiss Re, but a complete different aspect of where we can use data. Correct, thank you. So, a quick introduction to myself. My name is Paul Conlon. I work in the people analytics team within human resources at Swiss Re. I've been here for about 5 years, just over. I'm a big Tableau fan. My passion is visualization and how can you actually visualize data in a way that makes it easy to understand. So I enjoy using Tableau. And what I want to do today is to show primarily just different examples of how we actually use it within HR and how we can actually help the business. So what is people analytics? This is one definition from a consulting group that we work with regularly, Insight 222. So it's basically looking for that insight when you can actually combine the data from maybe different sources, looking for the insight that can actually help improve the business. That's pretty much it. It's fairly straightforward. And I'll just give a little bit of history in terms of our team. So, as I said, I joined in September 2017, and my boss joined maybe a year before that, and he was the one that really started to build up the information mart or data warehouse, where we could really combine lots of different data sources, all to do with the employees. So looking at recruitment data, survey data, learning data, compensation data. So we brought it all together into one data mart or data warehouse. That was in December 2017. And so I just joined then. And I joined with the intention of working with Tableau to actually then start creating Tableau dashboards so that we could actually get the data out to the clients in a more advanced and self-service type of manner. So up until that point, what users would normally do is go to the source system itself, and they would just have to download data, or somebody would do it for them, download data into Excel, and then do whatever analysis or whatever pivots they would need to do in Excel. And of course, if you've got 15, 20 people doing that, you're probably going to end up with at least 10 different answers when it comes to actually calculating headcount or calculating attrition and so on. So one of the key advantages of being able to use Tableau is to be able to get that interactivity into the data, to get a visual representation of the data so that people can get straightforward data that they need quickly and without having to do anything in Excel themselves.
So in March 18, that was when the first interactive dashboard went live. That was a workforce dashboard, which is basically, it's got all of the non-sensitive data that we have. And it's by far the most widely used one, even still today. And I'll show that as an example a little bit later. Then since then, we've basically been on this journey of developing our skills, developing the team. We had a data scientist also joined around 5 years ago. And in May 21, we also got finance to actually get another two data scientists. So we really want to move into the more predictive, prescriptive. And that's largely because Tableau has enabled us to get the basic data out to everybody. So we now have these interactive dashboards on many different topics, from recruitment, as I said, to learning, to compensation, and so on. So they can get the majority of the data themselves. And what we want to do now is the more of the advanced. So we're working with strategic people planning in terms of planning the skills that we need and where that would be based and so on in the future, and predicting in terms of what we would need as well. We work on ONA projects, so that's organizational network analysis. So a lot of that is to do with communication, looking at the email or Teams data to see how people and teams actually communicate with one another. We're not reading the emails, it's all metadata based. So that's some of the things that we're working on. But of course, what I think is probably most useful for people is if I just show some examples of Tableau itself. So I've got three or four examples depending on the time. So the first one, as I said, is this workforce dashboard. So this was created 5 years ago and it's still, as I said, the most used one. So the data is fake, it's not real. We have quite a few more employees than that. But the first thing you see about this is visual, it's easy to read. I love white space, so I think it's one thing that can help focus attention to what you want people to see. So in this case, I obviously want you to see the six boxes on the left with the use of the white space and the color. We always try and add in context, so we've always got a value from the previous year, so you've got some idea of is it going up or down and so on. And it's all HR data, so we're looking at active headcount, joiners, leavers within the year, voluntary leavers, span of control and vacancies, and we have external staff down here. Now on all of the dashboards, we've got filters, so you can filter for specific parts of the organization or there's lots of different filters out there that you can basically break the data down. We use just the rollover, so you can put all the definitions in, so you can see anything about abbreviations or specific definitions on metrics and so on. And it's, as I said, it's really made a difference in terms of the why did we build it, as I said, to get the data out into people's hands. This isn't just for HR, this one can go out to anybody in the business as well. And as I said, being able to get even 6,038 as the headcount number is much easier this way than it is by putting it into Excel and then having to put the right filters on the Excel file and so on. So it's made a big difference in terms of getting data out to individuals. So that's that one. I'll show you a quick second page. So this dashboard goes into detail on each of those key topics. We try and keep the same look and feel. So on the left, again, you've got the key numbers that we want to do. We break it out by band, which is kind of like a rank. The average tenure as well. And then we kind of show the story. So we've always got the breaking it out by time. Then we've got the opportunity to drill down by the organization. And you can do that through the organization or through on a country level. And then in the middle, we've got this is unique to each tab. There's something always different. In this case, it's to do with tenure of the employees. Now, one thing I had to take out because it does have employee names in, even though it is fake data, but I still, for sensitivity, I was requested to take everything out.
But there is basically a table here, which has like a line by line of all the different employees. So when you click on any of these functionalities, it filters that table below, because at the end of the day, everybody loves to have data in Excel. So that's that dashboard. As I said, that's the key one that gets used still today. But some of the latest ones that we've done now, which I'll show now, I think provide more insight into the benefits of Tableau as well. And yeah, so this one is a talent profile. So this one was created in line with the talent team. And the idea was that when you go into a talent profile meeting with a specific, usually a senior employee, you're looking to see around their career profile, where they maybe want to go, maybe how they've been performing and so on. And so you need a quick overview. So in the past, again, it would have just been four or five different Excel sheets that you would have gone into the meeting with. So we were requested to build something that could obviously help or facilitate in those meetings. So again, this one is fake data. So we've got Tom, and we would have then just organizational information around where they actually sit, their functional title, what band they are, how long they've been in the company, in that band and in the role, a little bit about location, country, gender, generation, and so on. The section in the middle is coming from MyHR, which is our key source system. So it's got information on potential ratings, mobility and impact of loss and so on. We then show the if somebody is a successor, so if they're on a nominated for somebody else's position. The middle section I'll come to in a little bit, but I think the key part of this dashboard is obviously the bottom bit. It really shows you the benefit of visualizing data. So if you've got that in Excel, it's a lot harder to read and see the differences in the times between two different points. Well, and I think the real insight really comes from when you join it with all the data. So this line here in the middle where it says well positioned or vertical or lateral, that's basically the potential rating, which is given maybe once a year to an employee, which is done by the talent partner in conjunction with the line managers. And then when you combine that to see, does it actually have an effect on, did somebody get a new role or were they promoted? So this person was promoted four times or three times within this lifetime. You can see that where the band is in the bracket. So you've got T there and then F and X. So you can actually see, is there any actually correlation between the potential rating that is being given and maybe a move or a promotion? And likewise, we've done the same with educational and learning data. There's only one in this case for this particular individual. But again, you can see, does this course or does this taking this course have any relevance in terms of their career progression? And the way that it would get used, there's just two people in here at the moment, Tom and Jerry. But in theory, they would be able, a HR partner would be able to search for anybody within the company. First, we started out with just senior clients, but then we moved it and actually incorporated everybody. Well, sorry for interrupting you, but here's a question. The question is, which add-ons are used to download the data from Tableau into Excel? We don't use any add-ons. We just use the functionality in Tableau for doing that. But that was in the other dashboard. And what we do in this one is we've just got this PowerPoint icon. You can click on that and it will save it to PowerPoint, but that's all embedded in Tableau itself. And the reason for that actually is this middle section is blank. So we obviously, when the talent partner goes into a meeting with an individual, they want to make notes. And we did contemplate having to do some kind of write back functionality so we could write back to the database. But it gets very, very sensitive and complicated in terms of who can then see that access. So it was far easier for us to just say, you can print it to PowerPoint and then type up the notes in PowerPoint and save it or print it there. So that's why this middle section is blank. But I think this one is probably the best one to show
the insight of how combining data across the different systems can actually really help the business when it comes to looking at people's progression. So. Great. So if the guest Elkri... I don't know if I've got two more. I don't know if I've got enough time. Yep. But I can... yep. Okay. I'll just do one more then. That's fine. Okay. So I'll go into the future of what we're trying to do. So as I said, we've built all of these individual dashboards and interactive dashboards for different topics. But what we want now, we still want to give people more flexibility to show the data in ways that they would prefer to show it for themselves, as opposed to us creating a dashboard and saying this is how the view should be. We want to give more of a way that people can self-service, that they can actually pick and choose the metrics that they want to do. So this is fully in development. Again, it's all fake data. And what we're doing here is very simply, we would have a list here of obviously, in the end, it'll be about 30, 40, maybe 50 metrics. You can pick the metric you want, and then you can start to say, and again, we would have many more dimensions, but you can pick the dimension that you want, and it will break the data out by that, always giving a reference to the previous year. And then you can break down even further, or you could color it by gender. And so you've got four different levels of being able to basically break the data down. You've still got filters. So you can actually, if you find out you've got an issue somewhere in, say, the Americas, you can then filter for the Americas and drill down further within these four dimensions. And then once you've done that, people always want a PowerPoint presentation. So on the second slide, you would have the same set of 50, 40, 50 metrics that we do, and then you can just click and add whichever ones you want to be able to show in the future. So then you'd be able to essentially build up a PowerPoint with just the metrics that you want and then print that out to PowerPoint. And again, you've got all the filters. So the intention is that every department can use the same format, which helps in consistency when it's going up towards the GC at the top, so that each area is using the same. So that's the direction we want to go in. And that's how Tableau is actually helping us do that. So I'll stop there. I did have one other example, but I can stop there. Great, Paul. Thanks. Just a great example on how Tableau can be used in a department like the HR department, for example, to have an efficient meeting and to have everyone on top of the data and on top of the information. And if you have any more questions to Paul or any of our other presenters, please feel free to reach out to us. We can connect you directly with our speakers. So to have the networking part in a more analog world or in the real world. One thing, I think 5 minutes break will do because we are virtually here. So we will have a 5 minute break now and we will be back at 5:30. To meet for the next great presentations we have around data and how to use data in a secure and an enterprise world. So see you back in 5 minutes.
Die Fahrstuhlmusik ist echt klasse. Das holt einen auch mal richtig runter, oder? Jetzt am Abend, am Donnerstagabend. Genau. Bevor es zu dem richtigen Wummer kommt mit Frank und Hanse Merkur und Maria. Genau. Oh, vielleicht können wir es schon mal wieder ausmachen, so gar nicht, wie die anging. Ja, ich glaube, man kann es sich nicht sehr, sehr lange anhören. Ja. Ich sage schon mal ganz herzlichen Dank. Spot on time, 5:30. Wir sind zurück. Ich begrüße alle wieder im Raum, in unserem virtuellen Raum. Ich hoffe, ihr habt die Musik genossen. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil unseres Financial Services Events und ich freue mich ganz besonders, jetzt nach Hamburg überschalten zu dürfen und unsere Kollegen von Hanse Merkur begrüßen zu dürfen, die das Thema Enterprise und Data Analytics in einem Wort im Vortrag verwenden. Und Frank, ich darf einfach mal zu dir übergeben. Ja, vielen Dank. Ich teile dann mal. Ich hoffe, alle können es sehen. Ein herzliches Moin Moin aus Hamburg. Ja, wir sehen es. Herzlichen genau. Dank. Hier auch gleich der Blick auf die Hanse Merkur von oben. Sehr schön gelegen, mitten im Herzen von Hamburg. Vielleicht ein Wort zu mir. Also mein Name ist Frank Gerke. Ich bin der Tableau-Plattform-Manager in der Hanse Merkur aus dem Bereich Business Intelligence und Data Management und würde euch jetzt in den nächsten Minuten mit auf eine Reise durch die Welt von Tableau und der Hanse Merkur führen. Warum nutzen wir Tableau überhaupt? Welche Einsatzbereiche gibt es? Welcher Nutzen wird bei uns gestiftet oder welchen Nutzen sehen wir, dass wir Tableau einsetzen und auch weiterhin einsetzen wollen? Wir haben sicherlich eine kleine Reise hinter uns. Da würde ich jetzt einmal durchführen in den nächsten Minuten und dann an meine liebe Kollegin Maria weitergeben, die dann ganz konkrete Beispiele aus unserem operativen Prozesscontrolling einmal zeigt, um da entsprechend auch die Praxis näher herzustellen. Ich starte erstmal mit einem kleinen Wort zu Hanse Merkur. Man sieht es hier, wo wir unseren Hauptsitz haben. Mit etwa 2300 Mitarbeitern mittlerweile, davon auch ein Großteil aus dem Vertrieb, also Agenturvertrieb. Wir sind Krankenversicherer seit 1875 und sind sehr stolz darauf, dass wir konzernunabhängig und selbstständig sind. Wir, das sind wie gesagt etwa 2300 Kollegen. Wir haben für ein kleines Unternehmen eine relativ hohe Kundenzahl in Deutschland. 11,3 Millionen. Jeder Achte ist bei uns versichert. Unser Kerngeschäft ist seit langem die private Krankenversicherung. Man sieht ja ein paar Zahlen, kann sich jeder das rausnehmen, was für ihn am wichtigsten ist. Ich glaube, wichtig ist die Information, dass wir seit vielen Jahren ein sehr starkes Wachstum haben. Im Schnitt, was die Beiträge betrifft, etwa 10% die letzten Jahre, also im vergangenen Jahr sogar mit 29%, ein super starkes Jahr hingelegt. Und eine sehr gute Entwicklung. Sind wir alle ein bisschen stolz drauf, weil wir uns alle noch ein bisschen als kleine Familie fühlen. Eine Familie, die aber auch durchaus innovativ ist. Wir haben viele neue Produkte auf dem Markt. Mit der Tier-KV für unsere geliebten Vierbeiner jetzt ein sehr beliebtes Produkt, aber auch Krebsvorsorge ein sehr sinnvolles Produkt. Also neben der privaten Krankenversicherung, wo wir im Wesentlichen auch im Bereich der Angestellten und Selbstständigen unterwegs sind, mit einem 12% vom Neugeschäft, finde ich schon sehr, sehr gut. Zu einer der größten mittlerweile Reiseversicherer in Deutschland. Dann wie sind wir auf Tableau gekommen? Die Ausgangslage
2019, vor 3 Jahren sind wir gestartet. Damals war ich noch im Vertriebscontrolling tätig, verantwortlich mit dem Team für alle möglichen Zahlen, Daten, Fakten, Informationsversorgung für den Vertrieb und alles um den Vertrieb herum. Wir hatten als Tools ja irgendwelche SQLs auf Oracle-Datenbanken, auf dem Data Warehouse. Wir hatten viel Excel, viel Access. Wir hatten Cognos als Tool für unser Controlling-System. Letztendlich haben wir alles Mögliche genutzt, um den Vertrieb mit Zahlen, Daten, Fakten zu versorgen und in irgendeiner Form PDF-Generatoren zu haben. Das Gleiche ist, man sieht schon unten nachher im Prozesscontrolling, ähnliches Bild, nur dass dort kein Cognos eingesetzt wurde, sondern dass es hunderte Excel-Dateien waren, durch die Gegend geschoben wurden. Also alle kennen es oder viele kennen es, wenn man kein Tableau hat oder kein vernünftiges Tool, um systematisch Daten und Informationen zu versorgen, dann ist die Situation, wie man in dem kleinen Nicht-Smiley sieht, etwas schrecklich. So, deswegen haben wir gesagt, wir müssen handeln. Es gab einen gewissen Stillstand, dass wir die Anfragen, die es gab, nicht mehr bedienen können, nicht mehr in der Menge, nicht mehr in der Detailtiefe. Und haben daher uns auf den Weg gemacht und ein Projekt initiiert, das ich leiten durfte, was den Auftrag hatte, Tableau im Vertrieb und im Prozesscontrolling einzusetzen. Mit der Maßgabe, dass es aber als Basis für einen unternehmensweiten Einsatz fungiert. Damit sind wir 2019 gestartet. Wie gesagt, haben auch einen Auswahlprozess gehabt, das kennen vielleicht einige, haben einen Pilot gehabt und haben dann tatsächlich gesagt, okay, Tableau ist unsere Wahl. Und damit ist dann der Startschuss gefallen, dass es auch Tableau bei Hanse Merkur gibt. Damit ging die Reise los. Für uns war wichtig, dass wir erstmal eine Infrastruktur herstellen. Und das nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch, dass wir Personen haben, die als Ansprechpartner dienen im technischen Bereich. Also, dass wir jemanden haben oder auch ein Team haben, das dafür zuständig ist, dass der ganze Technikbereich läuft, also das technische System. Wir haben uns für ein Cluster entschieden, mit 4 Nodes. Ich weiß nicht, wer sich damit beschäftigt hat. Wir haben das intensiv auch mit tatkräftiger Unterstützung von Tableau und auch unserem Partner The Information Lab hier in Hamburg, haben wir viele, viele Dinge ausprobiert. Und damit wir das, was wir erreichen wollten, nämlich primär ein stabiles System und ein performantes System gleichermaßen, haben wir uns halt für so einen Cluster entschieden, das wir auch im Haus betreiben. Vielleicht mal ein kleiner Ausflug in die Technik. Wir haben hier tatsächlich 4 Nodes. Man sieht Node 1 und 2 für die Frontend-Prozesse, Node 3 und 4 für die Backend-Prozesse. Durchaus stark bestückt. Ich blende es mal kurz ein. Pro Node mit 16 Kernen, ziemlich hochgetaktet, ziemlich viel Speicher, sehr starke Anbindung, starke Festplatten, schnelle Festplatten. Weil wir die Prämisse hatten, wir kannten das alle von Cognos oder ähnlichen Tools, dass wir unglaublich viel warten mussten oder nur ganz kleine Datenmengen benutzen konnten, die wir dann in irgendeiner Form an die Front gebracht haben, sage ich mal. Daher wollten wir ein System schaffen, was keine Ausreden zulässt. Also wenn ein Bericht in Tableau bei uns langsam ist, dann liegt das daran, dass der Bericht zu komplex ist, die Datenmenge vielleicht doch irgendwann zu hoch ist. Aber an Tableau liegt es nicht. Und das war die Maßgabe. Deswegen haben wir uns ein so dimensioniertes System hingestellt. Wir haben einen internen Service-Level-Agreement von 4 Stunden und 24 Stunden. Also 4 Stunden heißt, wir bräuchten innerhalb der normalen Arbeitszeiten zwischen ab 8 Uhr maximal 4 Stunden nach einer Störung, bis das System wieder ersatzmäßig läuft und nach 24 Stunden wieder das komplette Produktivsystem mit allen 4 Nodes. Das ist uns wichtig, weil wir wollten es, wie gesagt, unternehmensweit einführen und da braucht man vor allen Dingen Stabilität. Seitdem gibt es auch einen Plattformmanager, also mich. Nach einem Jahr war es soweit, dass wir diese Strukturen geschaffen haben. Wir haben Trainings gehabt, wir haben Tableau-Days, wir haben Wiki aufgebaut und auch die Community, sodass wir quasi arbeitsfähig waren und haben dann gestartet vor 2 Jahren alle unsere Anwendungen, unsere Tools, unsere Berichte umzustellen und waren nach einem Jahr etwa soweit, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt Cognos abgelöst, wir sind soweit, dass wir Tableau auch im Vertrieb einführen können. Und ein weiteres Jahr später, dann komme ich mal, wie es jetzt ist, sieht die Nutzungszahlen oder die Nutzungszahlen so aus. Wir haben mittlerweile 1500 User auf der Plattform. Aus meiner Sicht ziemlich viel Verkehr pro Tag, 13.000 Interaktionen, also Klicks.
gar nicht wenig, 2000 Berichtsaufrufe pro Tag, das sind auch mal 4.000, 5.000, 6.000, je nachdem, was wir für einen Arbeitstag haben, also aus meiner Sicht eine Menge Verkehr. Die Akzeptanz ist sehr hoch, wir haben sehr, sehr viele Datenquellen, 380 verschiedene Datenquellen, die auch größtenteils dediziert sind, also die nicht nur irgendwie spezielle für einen Berichter sind, sondern dass sie tatsächlich mehrere Dashboards, mehrere Berichte bedienen. 500 Extraktaktualisierungen pro Tag, 570 Arbeitsmappen, knapp 2000 Dashboards, die im Einsatz sind jeden Tag und die auch jeden Tag von vom Vertrieb, vom Kundenservice genutzt werden. Da komme ich jetzt direkt hin. Was sind unsere Einsatzgebiete primär? Das war klar, dass wir, wenn wir den Auftrag haben, im Prozesscontrolling und Vertriebscontrolling ein Tableau einzuführen, dass die auch ganz stark vertreten sind und dass so die Leuchttürmer sind. Stand jetzt war das ein absoluter Erfolg, die Plattform einzuführen. Wir haben mittlerweile, man sieht es hier oben, 64 Autoren bzw. Analysten, die jeden Tag mit Tableau arbeiten, 12 Sites, die wir aufrechterhalten in unterschiedlicher Form. Also wir haben insgesamt dann jetzt etwa 1500 Betrachter, die täglich die Plattform nutzen. Und wichtig für uns ist, dass es halt eine Plattform ist. Man sieht, dass mittlerweile viele andere Bereiche auch angesiedelt sind, die sich auch entwickelt haben. Es sind nicht nur die beiden Pilotbereiche, die Tableau nutzen, sondern mittlerweile ist es eine komplette Unternehmenslösung. Also fast jedem Unternehmen nutzt Tableau, setzt Tableau ein für den internen Bereich. Mein Bereich unterstützt vom Full Service, also wie zum Beispiel im Bereich Personal hier, wo wir jetzt noch die letzten Reste gucken, was übernehmen, also wo wir den kompletten Bereich von Datenbereitstellung bis hin zur Berichtsentwicklung übernehmen. Andere Bereiche wie zum Beispiel hier das Vertriebscontrolling, die natürlich sehr stark vertreten sind, arbeiten im kompletten Self-Service, also die haben ihre eigene Site und können völlig autark da agieren. Gleiches im Prozesscontrolling, da kommen wir nachher noch gleich zu. Das wird Maria uns dann gleich im Anschluss zeigen, welche konkreten Anwendungsfälle es gibt, wie wir da tatsächlich im Prozesscontrolling und Kundenservice untertägig monitoren, überwachen, also wirklich steuern im Detail mit einem sehr granularen Blick, was passiert in unseren Prozessen. Wichtig für uns, wie gesagt, ist, dass es eine Plattform ist, auf der alle arbeiten können. Wichtig ist, dass es die Struktur überhaupt gibt. Es sorgt dafür, dass das ganz spontan tatsächlich auch Abteilungen anfangen, mit Tableau zu arbeiten, weil einfach der Bedarf da ist, weil man Daten hat, weil man einen Use Case hat, den man umsetzen möchte. Beispiel bei uns die Kapitalanlagen. Vor ein paar Monaten sind die Kollegen auf mich zugekommen, weil sie oft durch Zufall von Tableau gehört hatten oder sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. Haben gefragt, sag mal, Tableau, sag mal, kann das was? Ich sagte, ja, kann was. Hier hast du die Lizenz, wir haben ein Training gemacht. Sie haben es ausprobiert und jetzt seit einigen Monaten sind jetzt mittlerweile 4 Autoren, Tendenz steigend dabei, das tägliche Standardreporting für die Kapitalanlagen umzustellen und Tableau dort einzusetzen für, man sieht hier, welche Themen dort alle abgebildet werden. Also das ist schon eine sehr starke Entwicklung innerhalb der kurzen Zeit, dass es halt von einer teilweise eingesetzten Lösung Tableau zu einer unternehmensweit eingesetzten wird. Vielleicht unternehmensweit auch das Unternehmenscontrolling. Das ist jetzt ein aus meiner Sicht sehr starkes Signal, das auch vom Vorstand quasi dann gewünscht wird, dass ein Unternehmensreport, der bisher so aus 70 Seiten ausgedrucktem Papier besteht, dass der tatsächlich in eine Form überführt wird, die man als digital bezeichnen kann und die ein ganz anderes Format hat, nämlich das, was Tableau anbietet. Finde ich sehr cool. Sehr cool, da sind wir beim Prozesscontrolling, also bei der Maria, an die würde ich jetzt gerne übergeben, um ein paar Beispiele aus der Praxis zu präsentieren. Danke, Frank. So, hallo zusammen, ich bin Maria Sibasvili. Jetzt würde ich versuchen, den Bildschirm zu präsentieren, mal gucken, ob das funktioniert. Und ob die Tonqualität gut bleibt. So. Wir sehen dann. Sehr gut. Kann man mich immer noch gut hören? Ja, wir hören dich auch.
Sehr gut. Das ist eine gute Überraschung. Als wir das getestet haben, hat das nicht so gut funktioniert. Okay. Genau. Also wir Prozesscontrolling oder Statistiker, wir sind ein kleines Team aus 4 Personen. Und wir bauen Dashboards für andere Teams in unserer Abteilung und auch generell in der Firma. Wir gehen bei jedem Dashboard gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden. Deswegen werden unsere Dashboards ganz unterschiedlich, je nach Use Case. Ich habe jetzt 3 Beispiele ausgesucht, die aus meiner Sicht interessant sind. Das ist das erste Beispiel, das RPA-Betriebsdashboard. Man sieht, dass es gerade jetzt sich aktualisiert, weil im Dashboard eine Extension eingebaut ist für Auto-Refresh, damit sich die Daten alle 5 Minuten automatisch aktualisieren und die Kunden nicht auf diesen Knopf drücken müssen. Weil das RPA-Team hat das Dashboard meistens den ganzen Tag offen und das ist für die dann sehr praktisch. Genau. RPA steht ja für Robotic Process Automation und das Team kontrolliert unsere Roboter oder wir nennen die Bots. Und die Bots können unterschiedliche einfache Aufgaben erledigen. Zum Beispiel ein Bot kann eine Vertragskündigung bearbeiten oder einen Online-Antrag genehmigen, solche Sachen. Die Bots arbeiten auf virtuellen Maschinen und auf einer virtuellen Maschine kann gleichzeitig nur ein Bot arbeiten. Und auf diesem Dashboard hat unser RPA-Team eine gute Übersicht über alle Informationen, die sie für die RPA-Steuerung brauchen. Oben sind alle Daten zum Arbeitsvorrat. Die sehen zum Beispiel, aha, aktuell wurden 20 Vollmachten eingereicht und die müssen bearbeitet werden. Oder wir haben 6 Online-Anträge für eine Tier-OP gestellt bekommen und die müssen auch noch genehmigt werden. Und das alles können unsere Bots übernehmen. Genau. Dann hier in der Mitte sind unsere Maschinen. Auf den Maschinen arbeiten ja unsere Bots. Und hier wird historisiert, wann welcher Bot welche Aufgaben gemacht hat und auch, ob dieser Prozess erfolgreich war. Das sind die grünen. Die roten sind die Prozesse, die einen Fehler hatten. Dann musste der Mitarbeiter auf die virtuelle Maschine gehen und diesen Fehler händisch beheben. Dann läuft der Prozess weiter. Und die gelben sind die, die aktuell noch laufen. Das sind nicht mehr so viele, weil viele schon Feierabend gemacht haben. Und die Bots müssen ja manuell gestartet werden. Und dann für jeden Lauf haben wir auch in der Tooltip zusätzliche Informationen. Wir sehen zum Beispiel hier, kein schönes Beispiel, Beendigung wegen Tod. Ich suche mir ein schönes aus. Genau, zum Beispiel um 15.30 Uhr wurde der Prozess gestartet, um 17.02 Uhr wurde der beendet und in dieser Zeit wurden 19 Neuanträge genehmigt. Oben ist dann eine kleine Übersicht, wie viele Maschinen aktuell frei sind, wie viele in der Arbeit sind und wo ein Fehler ist. Hier müssen meine Kollegen dann bald tätig werden. Genau, das wäre dann so ein Beispiel von einem, das ist kein klassischer Bericht, sondern eh so ein Monitoring-Tool für das RPA-Team. Genau, dann würde ich mal zu dem nächsten Beispiel springen. Das nächste Beispiel ist eine Landingpage für unseren Betriebsmonitor. Betriebsmonitor ist eine Sammlung an verschiedenen 6 Dashboards zurzeit, können auch bald mehr werden. Und früher haben sich die Kunden, also unsere Nutzer, über die Tabs navigiert.
Und damit das möglich ist, müssen alle Dashboards innerhalb einer Arbeitsmappe publiziert sein. Und das war für die Nutzer sehr praktisch, aber für uns als Entwickler war das irgendwann nicht mehr übersichtlich, weil diese Arbeitsmappe einfach zu riesig geworden ist. Und dann habe ich für den Betriebsmonitor eine Landingpage gebaut. Und von dieser Landingpage können wir direkt auf die einzelnen Dashboards rüberspringen. Dann für jedes Dashboard haben wir auch eine kleine Beschreibung, eine Kennzahl, die sich auch mit den Daten aktualisiert. Zum Beispiel, jetzt werde ich auf dieses springen und das öffnet sich dann auch automatisch in einem neuen Fenster. Das wollte ich auch als Beispiel zeigen, aber ich werde meine Tool-Leiste brauchen. Den Nutzer brauchen sie nicht, aber ich doch. Deswegen werde ich jetzt gleich in der Adresszeile kurz was ändern. So, jetzt ist meine Tool-Leiste wieder da. Das ist kein super hübsches Dashboard, so rein optisch, aber das hilft uns sehr gut, unseren Posteingang zu überwachen. Wir erhalten jeden Tag sehr viel Posteingang über unterschiedliche Kanäle. Wir bekommen zum Beispiel Briefe über die App oder die ganz normalen Briefe oder E-Mails oder Faxe. Und wenn ein Kanal mal kaputt ist, wollen wir das so schnell wie möglich identifizieren, weil dann müssen wir halt kurzfristig tätig werden, sonst kann sich in kurzer Zeit ein Rückstau bilden und das wollen wir nicht. Und dafür nutzen wir dieses Dashboard mit vielen Alert-Funktionen. Und jeder Postweg, also jeder Kanal ist ja ganz unterschiedlich. Zum Beispiel, wir können ja hier, das sind ja auch alles Filter. Ich kann jetzt auf den Brief drücken und sehen, wann wie viele Briefe eingegangen sind. Oder Fax. Oder E-Mails. Damit wir für jeden Postweg ein spezifisches Alert einstellen können, habe ich diesen Parameter hier eingebaut. Das ist unsere Delta. Und hier kann man einstellen, welchen Zeitraum wir betrachten wollen. Das ist ja für alle Kanäle ganz unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn hier zum Beispiel plötzlich keine E-Mails mehr kommen, ist das sehr komisch. Dann müssen wir halt gucken, was da los ist. Bei den Faxen ist das aber ganz normal, dass eine Weile gar nichts reinkommt. Deswegen zum Beispiel für den Fax hätte ich zum Beispiel 5 Stunden ausgewählt. Und dieses untere Diagramm, das zeigt die Zahl für den ausgewählten Zeitraum, also für diesen hellgrünen Bereich. Und ich würde dann sagen, das will ich jetzt als Ansicht speichern, also nur den Fax auswählen und mich interessieren die letzten 5 Stunden. Das will ich als Ansicht speichern und sagen, das ist nur Fax 5 Stunden. Das kann ich dann speichern. Und für diese benutzerdefinierte Ansicht dann schon meine Benachrichtigung einstellen und sagen, für einen Alert muss man eine Achse auswählen. Jetzt habe ich die Achse ausgewählt, jetzt geht das. Ich kann sagen, also wenn innerhalb der letzten 5 Stunden weniger als 10 Faxe kommen, will ich eine E-Mail bekommen. So häufig, nee, einmal, wenn das zutrifft. Und hier haben wir auch diese Extension, die Daten alle 5 Minuten aktualisiert. Genau, diese 3 Beispiele wollte ich zeigen. Maria, ich sage schon mal ganz herzlichen Dank. Top-Beispiele, was ich auch klasse fand, Beispiele eben, wie Tableau eingesetzt werden kann, um auch sozusagen Workflows anzutriggern, Dinge anzutriggern, die dann auf Basis von Daten passieren sozusagen. Da genau. Herzlichen Dank für Frank, herzlichen Dank an dich für die Einsichten, was einen unternehmensweiten Aufbau einer Tableau-Plattform anbelangt und was das vor allem bedeutet.
Auch für euch als Unternehmen, da sage ich schon mal ganz herzlichen Dank für. Und Maria, ausgesprochen faszinierend. Eine Frage von meiner Seite, kommt mir gerade eben so ein, bei dem Thema mit dem Betriebsmonitor, gibt es da eigentlich auch so etwas wie eine Kommentarfunktion oder eine Chatfunktion, wo Kollegen dann Verbesserungen sozusagen für diverse Dashboards? Haben wir aktuell nicht, ist aber eine gute Idee. Das können wir dann auch mal einbauen. Also aktuell werde ich einfach angerufen oder angeschrieben, aber das wäre doch auch ganz praktisch. Das vielleicht, um sozusagen da auch den Nutzerkreis noch auszubauen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Da kam noch eine Frage aus dem Auditorium, nämlich ob die Belegschaft da komplett geschult wurde, beziehungsweise wie diese mitgenommen wurde bei der Einführung. Ah, okay. Also die meisten Dashboards kommen auch super gut an und manchmal gibt es auch ein bisschen Schulungsbedarf. Also ich sage immer selber, bei einem guten Dashboard muss man auch nicht viel erklären, ist auch meistens der Fall, aber solche Sachen wie zum Beispiel, wie ein Abo eingerichtet werden kann oder wie man einen Alert einstellen kann, da helfen wir natürlich auch gerne. Wenn ich nochmal einhaken darf, also wir haben tatsächlich, das ist ganz unterschiedlich, aber normalerweise haben wir das so gemacht, dass wir zumindest die Belegschaft, die einfach in die Konsumentenrolle tritt, schon mal eine halbe Stunde kurz schulen, also auch den Vertrieb dann geschult oder die Kollegen im Innendienst, damit man einfach so ein paar Hinweise mit auf den Weg bekommt, dass man angeleitet wird. Das ist einfach mal sowieso eine gute Idee, glaube ich, da in den Austausch zu gehen und bei der Einführung von so einem Tool mal ein bisschen drüber zu reden und da kurz ein paar Tipps und Tricks auszutauschen, wie man Tableau nutzt. Da gibt es ja einige kleine, schöne Facetten, kleine, schöne Funktionen, die man nutzen kann. Das muss sich ja nicht jeder selbst erschließen oder selbst ausprobieren oder nach Jahren nochmal einen kleinen Trick entdecken, sondern da kann man schon in einer halben Stunde, Stunde viel, viel machen in einer kleinen Schulung. Ansonsten haben wir natürlich auch die, wie Maria braucht es nicht, die hatte schon ein bisschen Vorbildung aus einem anderen Unternehmen, wo sie vorher war, aber andere Kollegen durchaus geschult und trainiert erstmal in dem, wie man mit Tableau entsprechend natürlich umgeht und welche Funktionen es bietet und ähnliches. Da sind wir an dem Anfangsthema, wie bringe ich eine Datenkultur in ein Unternehmen? Klasse Beispiel, herzlichen Dank dafür. I switch to English. The next presentation will be in English. And what is the usage of data without data governance and to accept that there are data privacy restrictions? And now we come to, I'm not quite sure, Alex, if I can say fintech. Now we come to sum up a financial services technique company, and we are looking forward to your presentation regarding data governance and data privacy, Alex. The stage is yours. Perfect, thank you. So I will just share my screen. Let me know if you can see the presentation as well. Great. Yes, we can see. Can you still see? Yep. Great. Perfect. All right. So let's start. So so thank you for the introduction, Alex. So my name is also Alex, and I'm working at SumUp for more than 5 years now. And for those who don't know SumUp, we are a financial company that is providing physical and online payment solutions. For small businesses, so for example, cafes, taxi drivers, small shops, etc. And we provide our services across the globe in 35 countries. In SumUp, I'm working as an operational data analyst, focusing on customer support mainly. And this is also important because we are working with personal data, mainly internal data, because we are creating also employees' performance reporting. And we need to ensure that this data is also accessible to the right people. So today we'll talk about data governance and more specifically about data privacy and data quality. I think the presentation will take around 20 minutes. Also, if you have questions, feel free to ask also at the end. So for today's agenda, I will do a small introduction on data governance.
And then we will go through the data privacy part, including data flow, the row level security, column level security, and introduction to virtual connections on Tableau. Then we will go to the data quality part, with mainly looking at the data quality dimensions and a timeliness and completeness visualization in Tableau, and also at the end, the Q&A. Regarding the visualization, there was not so much visualization because what we will see here is mainly theory and also the steps that we need to do before creating a new report. But I will show you also like kind of a step-by-step guide how you can work with like row level security and column level security, for example, directly in Tableau. So first, why data governance is important. So data governance is the management of data and processes to make data consistent, secure, and well-organized asset that compiled with rules and regulation. In more simple words, it basically means that your data needs to follow certain standards on different domains. And if you look at the closer example, if we look at data privacy, for example, so according to various legislation, inadequate data privacy may result in financial penalties. So when we talk about GDPR, for example, or any other legislation, having a poor data privacy might result to fines. That is pretty bad for the company. And also data quality, which is totally different from data privacy, right? So you might not have the same impact, but poor data quality might also result in inaccurate analysis and decisions also for the business, which can also be quite bad for the company. So that's why data governance is really important to have, and we will also go through how we can work with data governance directly in Tableau. So now let's look deeper into the data privacy part. So before we start looking into Tableau specific, I will first like to go to the data flow. So you can see here that's basically a modern data stack flow. And it's important that the data privacy is applied at every stage of the flow. So for example, here we will have a source platform, so where the data is produced usually. So as an example here, Salesforce. Then we will ingest data to a database using an API or an ETL tools, for example, Fivetran. Then we will have the database, so where we store and model the data, in this example, Snowflake. And at the end of the flow, we have the visualization tool for reporting and analytics, which is in our case here, Tableau. So it's really important that we just not look at Tableau, but just to keep in mind that also the data is coming from the source and goes to different steps. And it's important that we also look at data privacy at each steps. Even if as an analyst, I'm not owning, for example, like Salesforce platforms or Fivetran, I also want to make sure that the data privacy is also applied there. And before we look into the steps on Tableau, I would also like to quickly talk about the data consumers. So data consumers is basically people who will consume your data on Tableau. So it can be stakeholders mainly, your stakeholders who will take decision. And it's important to talk about data consumers because this will help us to understand when we need to apply data privacy rules and how we can apply them as well in Tableau specifically. So in this use case, we are looking at internal and external users because we have accesses for internal users. So basically that's SumUp employees, and also to external users who are partners or other companies. And for both, we might need some restriction, but also different type of restriction depending on the data consumer. So here, that's just a simple example. Like this is not a rule that you see here. So it doesn't mean that we always have internal and external users. Here in this example, external users will have access to personal data
a button to all the roles where we apply role level security. But it's just to show you that basically when you want to apply some data privacy rules, first you really need to understand who are your consumer and why they would need some access and which data they need to access. And that will also help you to understand if you need to use row level security, column level security, maybe both sometime at the same time. So it's important to really know also like your stakeholders and your consumers there. So we will first look at the row level security. So for us, that's more external users. And I will show you an example here. So the row level security enables you to give a user on Tableau or a group access to specific rows. So for this example here, we give access to data to external users. They can see personal data, which belongs only to that external company. But we apply role level security because we want to avoid them seeing some rows on Tableau. And now we will see how we can apply that restriction specifically on Tableau. So here, the first thing is that we need to ensure that the data that we want to use as a filter is available on the data source. So the first question that we will ask ourselves is, okay, I want to give that specific data access to. And the answer to the two then will tell you what data you need to have in your data set. So for example, here we have a sales performance report per employee for different companies. And the answer is then I want to give, for example, managers access to their employees, but for company A or for company B. So I might have a manager in company B who is probably like the manager of Fernanda and Jess in this example. And I want to see this manager. I want to ensure that they can see only the data for Fernanda and Jess and not from the other companies, right? So again, here that's also just fake data, they're just examples. So this is how you need to kind of define the field that you need. So in this example, we will say, okay, like we need to kind of filter per company. So we will have a company field with the defined companies, but in some cases, it can also be managers. If you want to apply role level security per manager, then you will need to have a column including managers, and maybe you will have managers and employees. So that's the first step. The second step then will be to create the user filter. So on Tableau, we will use the user filter feature that is available on Tableau Desktop. And when you select this option, so you will select create user filter, and then you will need to choose which column you want to use to filter the data in your data set. And on this example, we use the company column. So you can see that on the left, I can search for groups or users. So when I create my user filter, I will see these boxes on the left and on the right. So you can simply first like rename your user filter. And then I will look for user or group and then apply which company they should have access to. So for example, I will say, okay, Sarah is manager from company B. So I will select Sarah and apply restriction just for company B. So Sarah will be able to see only company B. And then I can select Alex. And then I say, okay, Alex is manager of company A. And then I will apply the restriction just for company A. So Alex will be able to see just company A. And if you have a lot of different users, you can also create groups on Tableau. So the Tableau administrator will be able to create a group. And then instead of selecting like each individual, you can also create a group. So we could, in this case, also create a group for all members in company B. And then we can simply select company B as access to company B. It's also easier to manage on a bigger scale as well. And once this is done, it will create a new sort of calculated field on Tableau. And then you will just need to use
that user filters. You can see it's called user filter one. You can rename it as well. And you just drag this into the filter card. And then everything will be filtered based on the user that is logged in on Tableau. And now we can test. So on Tableau Desktop, you also have this feature where you can log in as a user or a group. And for example, here I selected Sarah, so that is working for Company B. And you can see that now I'm logged in as Sarah. And indeed, on this specific report that I created, Sarah only has access to Company B. So she can see Fernanda, Jess, the month of the sales, and then also the sum of all the sales that each employee did per month. So now we are sure that when Sarah logs into Tableau and opens that report, she will see only Company B, but no data for Company A or Company C. So that's row level security. Now we will look at the column level security, which is also like another way to work with data privacy. And the column level security enables you to show, hide, or change data in a column, again, based on the user that is logged in. And this can also be applied to a group. So here for this example, we give access to internal users. So we say, okay, internal users within the company, so SumUp, can access all the rows that we have on the data set, but it might be that some data must be hidden because it contains personal data. For example, an employee email address or employee ID or any kind of data that can relate to a person and maybe like performance or these kind of things. So now we will also see with the column level security how we can apply it. So this is pretty simple. So you need to first create a calculated field, usually done on the data source level, using the two different functions. So if you want to filter based on the user, you can use his username and then the name of the user. Or if you want to apply this restriction to a group, you can use his member of. So we'll simply create a new calculated field that we will rename, for example, employee column security. And then we will just write this simple function. So if username is Alex Jean Monod in this case, then we will return the employee data, so what we have on the database as well. Otherwise, so else, we will just display sensitive data. You can type anything. You can also just add private data or just leave it blank. But here we use sensitive data so people know why they cannot see like the employees' information. And when you created this filter, then you can simply drag this new field. So instead of dragging the employee field in Tableau, you can drag this new employee column security field. And now you can see also that I'm logged in with another user that my own user. And then you can see sensitive data. So you can see Company A, Company B, Company C, because I can see still all the companies, but they cannot see employees' information just based on the login. And you can see in this example now that on the left, I am logged in with a user who has full access. So for example, that would be myself here. So we can aggregate the company so I can see in Company A, Alex did that many amount of sales and that amount of sales. But if I log in with a user having this restricted access, then we cannot aggregate per employee. And also here in this example, because we are doing a sum, the amount will also be aggregated. So it will sum per company. So when we look at Company A, it will simply sum all the employees together, because we cannot aggregate per employee, because we cannot see specifically the employee here. And that's it. So that's how you can also apply row levels, column level security here. And yeah, so now to quickly recap what we just saw. So the security level you apply will depend on your organization.
And sometimes you will need level column security, sometimes row level security. Sometimes nothing needs to be applied. And sometimes you also need to have both together, depending again on the restriction that you want to apply. And now I also want to do a quick note about the virtual connections, because this is actually a great feature on Tableau. We are not using it now, so I won't go deeper into the details here. But the virtual connection is basically kind of a bridge between the database and the data source or the workbook that you create. And it supports row-level security. So on that feature, you cannot work with column-level security, so it's really focusing on row-level security. But the good thing is that it, as it's just between the database and data source, you can simply create a virtual connection. So you will query one table in your database, or Snowflake, for example. And then on the virtual connections, you can then apply your row-level security. And then anytime you create a data source or workbook, then you will query the virtual connection. So it's just a bridge, and then it's like way easier to maintain, because all your row-level security rules that you apply, everything is centralized into the virtual connection. So it's also super easy to maintain and to update, instead of applying the row-level security at the data source level or the workbooks level, because if you have a lot of different data source, a lot of different workbooks, then it becomes quite complicated to manage. All right, now we will also look quickly at the data quality. Alex, if we run out of time, please let me know. This part should be a bit shorter. Perfect. So first we will look at the data quality dimension. So when we talk about data quality, there was usually six different data quality rules. So validity, accuracy, consistency, integrity, timeliness, and completeness. And here we will look at data completeness and data timeliness, specifically because we are using that and because they are also easy to implement in Tableau. So data completeness is looking at the available and required values. So to make sure that all the data that you need is actually on your table, on your database. And data timeliness refers to how up to date your information is. So to build a data completeness report, you simply need to first create a table, including table name, a unique ID, count of total rows, and then the null dimensions that you want to track. So for example, we have table A, a unique ID, number of rows, and then the last one will kind of count the number of null customer ID and null customer country here. And in order to build that, so you will build that on your database using either like a function, or for example, if you have automated workflow, for example, if you have a job on Airflow, or if you're using DBT, you can also build that at the end of your DBT run, for example. So then anytime DBT runs, it will populate and create these tables. And then it's refreshed constantly with what you have on your database. And once you have this, it's basically just simple calculation. So it's just creating a percentage, but then on Tableau, you can create a visualization of all the different metrics that you want to track. So for example, here we have table B. So it's just a calculated field that will measure the percentage of ID uniqueness, customer ID missing, customer country missing, and we can also like super easy easily compare different tables. So we can see, for example, table B, 99% of the IDs are unique. And then we can easily assess, okay, this is pretty good, we can improve. And then you can ensure that at some point we'll reach 100%, and then you can try to understand why we are missing this 1%, for example, which can be different reason, modeling or technical issue, problem on the platform, etc. And then we will also look at the data timeliness. So
In this case, it's pretty much the same. So we will create a table including table name, the date, which is usually like per day, and then the number of rows. So here we are selecting like a full table and usually the last 30 days. And then we will create this visualization where we will simply count the number of rows and then create like another visualization where we will see the difference from previous. And here for our use cases, we are basically comparing weekdays together. So we will look at, for example, one Sunday, and we will compare with the previous Sunday. So here again, it's a bit free. It will depend on your data and your organization and also different patterns of your data. So for us in customer support, our customers, they are contacting us, for example, on the phone. And we see a trend, for example, on Saturday, we have more calls, on Sunday, less calls. So usually it's easy to compare different days because we see this pattern. But for your organization, it might be a bit different. And at the end, you can also just create kind of a final report that will contain both data completeness and timeliness. And you can select, for example, table, add a filter to filter a specific table. So then we can see table C in this example, and then you have directly the data completeness, data timeliness, and it's a very quick visualization just to understand a bit data quality of your table here. And then if you want, you can also create alerts. All right, and just to recap in 30 seconds. So data governance is the management of data and process to make data consistent, secure, and well-organized. Every stage of the data flow requires the use of data privacy. You can apply row level security, column level security based on the data consumer. You can also use virtual connections if you are using only row level security. And you can also easily build completeness and timeliness reports directly on Tableau to check your data. All right, and that's it for me. So thank you so much for listening. And if you have questions, feel free to ask. Alex, thanks a lot. You laid the base for using Tableau, especially when using Tableau in financial services, where we all know that we have to follow high rules and that we have to follow the regulations we do have. So thanks for laying the base for that. So the first day of our financial services meeting is coming to the quiz point, but first let me say thank you. Erstmal herzlichen Dank an alle Präsentatoren. Wir werden uns auch nochmal gesondert bedanken. Ich darf mich persönlich nochmal bei meinem ganzen Team bedanken für die Unterstützung und für das Setup und darf an Stefan Domen übergeben. Stefan, vielleicht magst du noch was zu dir sagen. Und jetzt kommen wir zum Quiz. Ja, Alex, vielen Dank. Stefan Domen ist mein Name. Ich bin in Ihrem Team auch als Account Manager hier in Deutschland zuständig für den Sparkassen- und den Genossenschaftlichen Finanzverbund. Ich darf mich auch nochmal den Dankensworten anschließen. Ich fand das hier mega spannend. Ich habe gedacht, ich wäre hier für den Fun-Part zuständig, aber ihr habt das so spannend und unterhaltsam gestaltet. Also ich kann da jetzt kaum noch was beitragen. Ich hoffe aber, dass wir 5 Fragen und zu 5 Vorträgen hier haben und da würde ich euch jetzt gerne noch mal zu einladen. Wir haben es nicht geprobt, insofern hoffe ich, dass das hier funktioniert, was ich mir vorbereitet habe. Und das sieht folgendermaßen aus. Ihr nehmt, wenn ihr mitmachen wollt, bitte euer Handy zur Hand und könnt entweder diesen QR-Code mit der ich glaube, die Leute kennen das schon hier, QR-Code benutzen oder eben auf menti.com geben und diesen 8-stelligen Code eingeben und dann seid ihr auch schon drin. Es gibt, wie gesagt, 5 Fragen. Gemessen wird nicht nur, ob man richtig antwortet, sondern auch, wie schnell man das tut. So wird ein bisschen unterschieden und wir kommen dann hoffentlich zu einem Leaderboard am Ende des Tages. Mitmachen darf jeder. Vielleicht bis auf die Tableau-Mitarbeiter, genau.
weil die sind dann auch nicht außer Konkurrenz, weil die könnten das Ergebnis dann doch etwas beeinflussen. Wichtig ist, dass ihr euch bitte merkt, mit welchem Alias ihr dort reingeht, weil wenn wir hinterher die Gewinner ermitteln, ist das ja kein Klarname. Das heißt, ich werde dann auch noch mal hier meine E-Mail-Adresse sharen. Das ist hier die. Und der oder diejenigen, die dann hinterher auf dem Leaderboard an oberster Stelle sind, also ich glaube, das sind dann die ersten drei, bitte mir einfach dann eine E-Mail schreiben, damit ich weiß, wem wir das kleine Präsent dann auch zuschicken können. So, ich warte noch mal ein bisschen auf vielleicht die... Vielleicht kann ich noch mal eine Frage stellen, vielleicht einfach im Chat Daumen hoch, Daumen runter. Wir würden diesen Financial Services Day gerne weiterführen, vielleicht so zweimal jährlich. Wir würden uns freuen über Ideen, wir würden uns freuen über weitere Hosts. Deshalb vielleicht einfach ein bisschen die Chat-Funktionalität nutzen, gut, schlecht, Kritik, Feedback, auch gerne per E-Mail und auch gerne noch ein paar Ideen. So, ich glaube, wir... Lustig, was da für Figuren drin sind. Also wir haben so zwischen 16 und 17 Teilnehmer hier aktuell, 18, also es kommen noch welche hinzu. Ich warte noch mal ein bisschen. Oder wenn irgendeiner nicht oder technische Schwierigkeiten hat oder klarkommt und sich da vermisst, vielleicht auch noch mal hier im Chat ganz kurz die Hand heben und sagen, ich brauche noch mal Hilfe, dann kriegen wir das sicherlich auch noch hin. Aber ich glaube, es pendelt sich jetzt ein. Also ich zähle jetzt in Gedanken runter von 10 auf 0 und dann starten wir das Quiz. So lange habt ihr jetzt noch Zeit. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Dann starten wir mit 17 Teilnehmern im Quiz und los geht's. Auf welche Art von Bericht wurde im Zuge des Workflow-basierten Reportings umgesetzt? Das ist der Vortrag von der KPMG. Kannst du die Antwortmöglichkeit nochmal? Ja, die stehen unten. Ja. Ja, und okay. Das ist... Ui, da sieh mal an, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Richtig war ein Risikobericht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen verwirrend gewesen, weil die Kollegen haben tatsächlich zwei Use Cases vorgestellt. Gut, okay. Kommen wir zum zweiten. Wir haben im Moment den Gerhard, die Diana und Karl Napf, die führen. Und das ist, wie gesagt, was ich gemeint habe, bitte merken, mit welchem Alias man hier unterwegs ist, damit man das hinterher auch zuordnen kann. Frage 2. Welcher der folgenden Vorteile kann nicht durch Magnum Analytics realisiert werden? Immer mal auf das Telefon gucken, da stehen die Antworten. Ich kann es hier nämlich kaum lesen, dummerweise. Yeah. Jawohl, da sind fast alle richtig. Benchmarking gegenüber anderen Kunden wurde nicht realisiert. Und gibt es eine kleine Änderung? Gerhard führt immer noch, GS-Cat holt auf, Diana dritter Platz. Hervorragend. Frage 3. Which limitation to apply in order to keep the data accessible while hiding the employee's name from a visualization? Aus dem Sum-Up-Vortrag. Raw level, column level, both of them oder none of them?
Das hätte ich sogar gewusst. Ah, Column Level Security war richtig. War aber auch ein bisschen knifflig. Na, schauen wir mal. Und da tut sich doch richtig was. GSCAT schiebt sich an die Spitze mit 2553 Punkten. ET holt auf und Gerhard fällt zurück auf 3. Frage 4. When was the first Tableau Dashboard deployed in Human Resources at Swiss Re? December 17, Mai 18, September 18 oder Juli 17? Gut verteilt. Mai 18 war richtig. Wunderbar. Oh, da sind jetzt mal ganz andere, die da gut gepunktet haben. Und wieder haben wir eine kleine Veränderung. Das geht ja hier zu wie beim ESC. GSCAT auf 1, ET auf 2, Simon auf 3 und Magical Reno als Fast Follower auf 4. Jetzt kommt die fünfte Frage und es scheint ja noch alles ziemlich offen zu sein. Also werden wir sehen, was passiert. Hanse-Merkur, wie oft wird Tableau in der Hanse-Merkur genutzt? Wow. Nur wenn es sein muss, 300 Mal im Monat, nur montags oder 2000 Mal am Tag. Jawohl. Das haben noch fast alle richtig aufgepasst. Sehr gut. Und damit haben wir nochmal eine Veränderung. Und ich sehe schon, GSCAT gewinnt mit 3252 Punkten, ET auf Platz 2 und Gerhard auf Platz 3. Und das wären dann bitte auch die dreijenigen. Und ich mache mir jetzt hiervon mal einen Screenshot, damit es mir nicht verloren geht. Die mir bitte nochmal vielleicht ganz kurz eine E-Mail schicken oder das auch gerne hier an mich im Chat reingeben, damit wir euch auch zuordnen können und entsprechend auch Preise zuteilen können. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und da habe ich da eine erhobene Hand gesehen. Moment, muss da mal gerade gucken. So, kannst du nicht zuordnen? Nee, ich kann es auch nicht zuordnen. Florian Langer hat die Hand erhoben. Florian Langer, vielleicht kannst du auf Unmute gehen. Oder wir müssen über Chat-Funktionalität gehen. Unmute. Ah, hi. Ich bin der Hallo Florian. Du bist. Vielen Dank, ich bin's. Ja, warte mal, mein Video kann ich nicht anschalten, aber dann kann ich auch Hallo sagen. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den tollen Vortrag oder die tollen Vorträge. War super spannend, das Ganze auch mal von anderen Leuten zu hören, wie die so mit Tableau umgehen. Super, herzlichen Dank. Mag vielleicht noch jemand auf Unmute gehen? Also ich brauche auf jeden Fall dann noch IT und Gerhard. Dann dürfen wir uns von unserer Seite ganz, ganz herzlich bedanken. Nochmal herzlichen Dank an alle Präsentatoren, aber auch herzlichen Dank an alle Zuhörer. Wir freuen uns auf den nächsten Event, der FinServe-Tag von Tableau und auf eine rege Teilnahme. Jetzt darf ich allen einen schönen Abend wünschen und ich freue mich, wenn wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Herzlichen Dank, bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss zusammen. Tschüss. Danke dir, Maria.